Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zum heutigen wissenschaftlichen Abendvortrag der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der DPG. Mein Name ist Klaus Desch von der Universität Bonn und ich bin wissenschaftlicher Leiter des Physikzentrums Bad Honnef. Das Physikzentrum Bad Honnef veranstaltet diesen Vortrag gemeinsam mit dem Magnus-Haus Berlin. Und diese beiden Häuser sind die beiden, wie die DPG-Mitglieder unter Ihnen alle wissen, die beiden Tagungshäuser der DPG. Gemäß dem Motto der DPG oder dem Jubiläumsmotto der DPG, Physik in der und für die Gesellschaft, bieten wir Ihnen heute einen weiteren Vortrag zum Themenkomplex Physik und die Covid-19-Pandemie an. Ich denke, daran sieht man, wie gut eigentlich dieses Motto der DPG dann eigentlich auch passt. Mit mir ist heute auch der wissenschaftliche Leiter des Magnus-Hauses Berlin, Professor Wolfgang Eberhardt, verbunden. Und Herr Eberhardt würde Sie jetzt auch kurz begrüßen. Herr Eberhardt, bitte. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich im virtuellen Magnus-Haus. Der Schnee hier ist zwar verschwunden, das ist wirklich alles virtuell, aber der Vortrag heute Abend passt eben auch sehr schön zu den Kolloquien, die Gustav Magnus um 1840 gestartet hat, weil es einfach sehr schön die Interdisziplinarität zeigt. Und wie man einfach über Wissenschaftsgrenzen hinaus wirklich Impact haben kann. Und ich freue mich sehr jetzt und will auch Sie nicht lange aufhalten, darauf zu hören, was Frau Priesemann sagen kann, wie man mit mathematischen Modellierungen etwas über Covid-19-Ausbreitung feststellen kann. Ich hoffe, ja. Sie können uns gut hören und jetzt möchte ich kurz unsere heutige Sprecherin vorstellen. Dr. Viola Priesemann, die vielen von Ihnen wahrscheinlich nicht zuletzt auch durch ihre hohe Medienpräsenz in der Corona-Pandemie bekannt sein dürfte, hat an der TU Darmstadt Physik und Neurowissenschaften studiert. Sie forschte dann in Paris, am Caltech in Kalifornien und am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Und an der Frankfurter Universität hat sie 2013 im Fach Physik promoviert und beschäftigt sich bis heute mit der Dynamik neuronaler Netze und der Rolle von Phasenübergängen. Danach ging sie nach Göttingen, wo sie seit 2015 am MPI für Dynamik und Selbstorganisation eine unabhängige Max-Planck-Forschungsgruppe leitet. Und was ich dann doch auch sehr faszinierend finde, sie hat mit Beginn der Pandemie ihre Forschung ja dann auch wirklich sehr stark intensiv auf das Verständnis der Ausbreitung der Pandemie ausgerichtet. Eine Kleinigkeit, die ich auch noch erwähnen möchte, das hat mir die Datenbank der DPG geflüstert, Frau Priesemann, ist seit ihrem Abitur Mitglied der DPG. Das freut uns natürlich alle. Und nun habe ich wirklich genug geredet. Frau Priesemann, the floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Physik der Corona-Eindämmung vorstellen kann. Ich freue mich sehr, dass ich hier ein bisschen mehr in die Tiefe dieser Themen gehen kann. Und bevor ich anfange, möchte ich ganz arg meiner Gruppe hier danken. Das ist vor unserem Institut, das Grüne hier ist Göttingen im Sommer, als man sich noch treffen konnte mit Abstand. Diese Gruppe hat wahnsinnig
gut gearbeitet und extrem viel geleistet in den letzten Monaten, seit Corona hier ausgebrochen ist. Also denen haben wir hier einen ganz großen Teil dieser Arbeit, die ich jetzt vorstellen darf, zu verdanken. Den anderen Teil, den ich heute machen möchte, ist erstmal zu erklären, warum ich eigentlich im Jahre 2020 im Frühjahr angefangen habe, Ausbreitungsprozesse von Covid zu untersuchen. Und was wir sehen ist, dass die Ausbreitung von Aktivität in neuronalen Systemen und die von Covid in sozialen Netzwerken mathematisch sehr ähnlich ist. Das heißt, wir hatten damals schon die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die dann auf die Covid-Ausbreitung zu übertragen. Da möchte ich kurz drauf eingehen und den Hintergrund erklären. Dann möchte ich die Effektivität von Maßnahmen herleiten. Wie kann man das überhaupt herleiten? Wie kann man abschätzen, wie wirksam in diesem Fall das Test, Trace, Isolate ist, also das Testen, das Kontaktnachverfolgen und Isolieren von Kontaktpersonen. Dann gibt es einen ganz anderen Ansatz, um die Wirksamkeit von Maßnahmen abzuschätzen. Dann nimmt man die Daten, die es schon gibt, und versucht dann abzuschätzen aus den Daten, die schon da waren, wie viel die Maßnahmen in der Vergangenheit denn möglicherweise gebracht haben. Und die Maßnahmen, von denen ich hier spreche, sind vor allem diese nicht-pharmazeutischen Interventionen. Und ganz zum Schluss möchte ich einen kurzen Ausblick geben, wo wir stehen. Was Sie hier sehen, ist neuronale Dynamik, die sich ausbreitet. Meistens ist sie lokal. Manchmal sieht man das große Aktivitätsmuster über dieses kleine Gehirn laufen. Dies ist ein Gehirn von einem Zebrafisch. Man sieht hier die beiden Augen von oben. Und dass man diese Aktivität sehen kann, liegt an wirklich spannenden neuen Entwicklungen. Es gibt fluoreszierende Proteine, die die Aktivität von Neuronen sichtbar machen. Ich habe mich da die letzten 10, 15 Jahre sehr viel mit beschäftigt, möchte hier einmal klar machen, was eigentlich die Eigenschaften von diesem neuronalen System sind und wie sie doch Ähnlichkeiten haben, den Grundzügen zumindest, mit der Ausbreitung von Viren in einem sozialen System, natürlich auf einer ganz anderen Zeitskala. Also der Zebrafisch hat etwa 100.000 Neuronen, also diese Zebrafischlarve. Das ist relativ wenig im Vergleich zum Menschen, der hier 80 Milliarden Neuronen hat. Jedes Neuron ist mit Hunderten bis Tausenden von anderen Neuronen verbunden ist. Man hat also ein sehr, sehr dichtes Netzwerk. Um das hier mit dem sozialen Netzwerk der Welt zu vergleichen, wir haben 10-mal weniger Menschen auf der Erde und wahrscheinlich auch weniger Kontakte pro Person. Die Interaktionen zwischen zwei Neuronen sind nicht das, was wir von der klassischen Physik kennen. Sie sind pulsartig. Ein Neuron ist aktiv, das feuert einen binären Spike. Und das wird dann gerichtet, also nicht symmetrisch, an andere Neurone weitergegeben. Wenn ein Neuron also aktiv ist, kann das andere Neurone aktivieren, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Neurone rückwirkend auch irgendeinen Einfluss auf das sendende Neuron haben können. Das kann passieren, muss aber nicht so sein. Die Interaktionen sind zeitverzögert. Das heißt, wenn ein Neuron aktiv ist, dann braucht es eine Millisekunde oder zwei, bis das Signal wirklich über den Kabel, über diese Dendriten und Axone zum nächsten Neuron gelaufen ist und dieses nächste Neuron eben aktivieren kann. Und was das Spannendste ist, ist, dass die Verbindungen zwischen den Neuronen, die Synapsen, die ändern sich. Das ist im Prinzip auf ein soziales Netzwerk übertragen, die Kontaktstärke. Aber die Verbindung zwischen den Neuronen, dort geschieht das Lernen und das ist etwas, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Wir beschäftigen uns damit, wie die Ausbreitung von Aktivität in diesen Netzwerken organisiert ist. Wie kommt es, dass sie stabil ist, dass es nicht zu einer ersten, zweiten oder dritten Welle kommt, die vielleicht mit Epilepsie verbunden werden könnte oder zu Epilepsie führen könnte? Was sind die regulatorischen Prozesse und wie können die alle genutzt werden, um auch ganz spezifisch Informationen zu verarbeiten und zu lernen? Beide Netzwerke, dieses neuronale Netz und auch das soziale Netz, haben eine relativ hochdimensionale Topologie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ja diese ein Neuron mit vielen anderen verbunden sind und die können unter Umständen sehr weit weg sein. Das sind Eigenschaften, die machen es sehr schwierig, dann diese kollektive Dynamik mit klassischen Methoden zu charakterisieren. Wenn wir Musterbildung in zwei Dimensionen und in drei Dimensionen haben, dann sieht man diese Muster sofort. Wellen oder andere Wellen, die sich ausbreiten zum Beispiel. Aber wenn das in 5, 6 oder 8 Dimensionen passiert und wir aber nur dieses 2- oder 3-dimensionale Abbild davon sehen, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich herauszufinden, was in diesen neuronalen Netzen vor sich geht. Die Physik bietet da sehr mächtige Werkzeuge, Phasenübergänge zum Beispiel, um zu verstehen, wie Dynamik oder Aktivität überhaupt vom sensorischen bis zu einem Motor Output, also bis zu einer Handlung durchkommt.
Hier habe ich einmal einfach nur ganz grob die Netze gegenübergestellt. Wir versuchen, diesen Teil, wirklich auch nur einen Teilaspekt dieser komplexen Netze darzustellen. Auf der linken Seite hier ist das Gehirn, die Hauptverbindung im Gehirn, die wirklich, das ist die linke Hemisphäre, die rechte Hemisphäre, die all diese beiden Seiten und alle Hirnareale so verbinden, dass man innerhalb von sehr, sehr wenigen Schritten eigentlich von jedem Hirnareal auch bei jedem anderen Hirnareal ist. Das sind hier wirklich die Hauptverbindungsrouten. Hier auf der rechten Seite kann man im Hintergrund die Welt erahnen und was man sieht, sind alle Flüge, also die Flugzeugverbindungen in dieser sehr vernetzten globalen Welt. Wenn wir also darüber nachdenken, wie sich das Virus ausbreitet, dann breitet es sich ja genau auf solchen Netzwerken aus, auf den lokalen Kontaktnetzwerken genauso wie auf den internationalen Transportwegen. Deswegen ist dieses Virus natürlich auch innerhalb von wenigen Wochen auf der ganzen Welt, hat es sich ausgebreitet. Wie können wir jetzt die Aktivität charakterisieren? Ein sehr einfaches, aber auch sehr mächtiges Modell ist der sogenannte Ausbreitungsprozess oder Branching Process. Der ist von fast 150 Jahre alt, von Galton und Watson. 1875 haben die zum ersten Mal sich die Frage gestellt, wenn eine Unit aktiv ist, aktiviert die möglicherweise andere Einheiten, also eine andere Neurone mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Woher weiß ich denn, ob dann so eine Kaskade, so eine Infektionskette ausstirbt oder ob die nicht ausstirbt? Und der Parameter, der bestimmt, ob so eine Kette ausstirbt oder nicht, das ist das, was wir jetzt inzwischen alle als Reproduktionszahl R kennen. R quantifiziert, dass eine Person im Mittel R Personen in der nächsten Generation ansteckt. Und jetzt kann man sich für dieses R sehr, ich erkläre es hier einmal für die Krankheiten und zeige dann, was das für die neuronalen Systeme bedeutet. Jetzt kann man sich sehr gut vorstellen, wenn eine Person im Mittel mehr als eine Person ansteckt, das ist hier unten, dann hat man ein exponentielles Wachstum in erster Näherung. Wenn eine Person im Mittel weniger als eine Person ansteckt, haben wir exponentiellen Rückgang. Wenn eine Person im Mittel genau eine ansteckt, im Mittel, drastisch, dann hat man kritische Phänomene. Ich habe mich sehr viel mit diesen Phänomenen beschäftigt, einfach weil es eine sehr wichtige Hypothese in der Neurowissenschaft ist, dass das Gehirn möglicherweise die Eigenschaften von solchen Phasenübergängen nutzt, um Informationsverarbeitung zu optimieren und um sie aber auch anzupassen an die Bedingungen. Dadurch, dass wir, und das ist jetzt für die Spezialisten unter Ihnen, dass wir die Divergenz von vielen Eigenschaften am Phasenübergang haben, Divergenz der Korrelationslänge, der Suszeptibilität, kann man sehr genau einstellen, ob ein lokales Netzwerk suszeptibler, also empfänglicher sein soll für Input oder weniger empfänglich ist, indem man es in der Nähe von einem kritischen Punkt etwas dichter oder etwas weniger dicht ranbringt. Und nicht nur das, auch Informationsverarbeitungseigenschaften sind, ist gezeigt worden, dass die optimal am kritischen Punkt sind. Das heißt, aus der neurowissenschaftlichen Sicht interessieren wir uns sehr für diesen Bereich, wo das R genau 1 ist. Aus der epidemiologischen Sicht möchten wir natürlich gerne in dem Bereich sein, wo das R kleiner ist, damit sich SARS-CoV-2 nicht zu sehr ausbreitet, im besten Fall sogar zurückgeht. Die Mathematik möchte ich hier wenigstens einmal kurz den Hintergrund nennen. Wir haben hier zu jedem Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl von entweder Erkrankten oder eine bestimmte Anzahl von aktiven Neuronen im System. Jedes der aktiven Neurone, jedes einzelne, aktiviert eine Zufallszahl an Neuronen im nächsten Zeitschritt. Zusätzlich gibt es ein externes Feld oder einen externen Input. Das sind Neuinfizierte, die aus einem anderen Land oder aus einem anderen Landkreis in die spezifische Region reinkommen. Und das gemeinsam bestimmt, wie viel Infizierte man im nächsten Zeitschritt etwa sieht. Genauso ist es mit der neuronalen Aktivität. Ein Neuron aktiviert eine in erster Annäherung eine Zufallszahl von Neuronen im nächsten Zeitschritt. Zusätzlich haben wir das sensorische System, was einen gewissen Input in dieses System reinbringt. Und das Wichtige, was nun entscheidet, ob dieses System stabile Aktivität zeigt oder ob es instabil ist, ist einfach der Mittelwert dieser Zufallszahl. Ob also eine Person im Mittel mehr oder weniger Personen im nächsten Schritt ansteckt. Diese Basisreproduktionszahl für SARS-CoV-2 ist etwa 3,3. Ganz genau wird das, hängt das von extrem vielen Faktoren ab, von der Saisonalität, von dem Sozialverhalten. Aber das ist so etwa die Größenordnung. Das heißt, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2
zurückzudrängen, muss man diesen Wert unter 1 bekommen. Und das ist schon eine deutliche Reduktion in der Anzahl Ansteckungen, die hier stattfinden muss. Zweitens, wenn wir die Ausbreitung von Covid und wenn wir die Ausbreitung von neuronaler Aktivität im Gehirn untersuchen, haben wir ein essentielles Problem, was wir bei sehr, sehr, sehr vielen komplexen Systemen haben. Und das ist etwas, mit dem ich mich auch sehr intensiv in den letzten Jahren beschäftigt habe. Wir haben dieses riesige Gehirn von etwa 80 Milliarden Neuronen. Und experimentell können wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon messen. Bei Covid ist es genau dasselbe. Wir wissen häufig gar nicht, was die einzelnen Personen tun oder ob sie infiziert sind oder nicht. In den neuronalen Experimenten können wir zwischen 100 und 1000, vielleicht 10.000 Neuronen mit ausreichender Präzision messen. Was wir gezeigt haben, ist, wenn man ein großes System hat und davon nur einen ganz kleinen Teil misst und trotzdem Eigenschaften wie Phasenübergänge des gesamten Systems untersuchen möchte, dann hat man durchaus das Problem, ganz systematische Subsampling-Bias, also Verzerrungen zu haben. Das sind Verzerrungen, die kann man nicht lösen, indem man länger misst. Man müsste mehr von dem System messen. Zum Beispiel kommt man zu einer Fehleinschätzung des Kontrollparameters. Also für alle, die das Easing-Modell kennen, ganz grob vorgestellt, würde man nur einen ganz kleinen Teil dieses Easing-Modells sehen und Teil der Spins, würde man die Temperatur möglicherweise verschätzen, wenn man die aus der Korrelation zwischen den Spins schätzt, in den Nicht-Gleichgewichtssystem grob übertragen. Skalenfreie Eigenschaften sind nicht beibehalten. Also ein skalenfreies System, wenn ich da davon ein zufälliges Subset nehme, ist das nicht mehr skalenfrei. Wenn ich davon ein nicht zufälliges Subset nehme, ist der Effekt noch viel stärker. Die Korrelationsstärke, also Maße so basal wie die Korrelationsstärke, wird durch dieses Subsampling, wie wir sie in diese neuronalen Systeme und in der Krankheitsausbreitung haben, systematisch verschätzt. Was wir entwickelt haben, sind Subsampling-invariante Schätzer. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, was diese Schätzer können, ohne dass ich jetzt in die Details der Mathe hier gehen kann oder möchte. Das, was wir gerne hätten, oder wir haben hier ein System simuliert, was ein R ganz in der Nähe von 1 hat. Also wir haben das früher immer Branchi-Parameter M genannt. Jetzt nennen wir es eine Reproduktionszahl R. Die ist in der Nähe von 1. Wir simulieren dieses System. Und wir gehen davon aus, dass wir von den 10.000 Units wirklich alle sehen, hier in dunkelgrün, oder nur einen kleinen Teil. Und die konventionellen Schätzer, die unterschätzen dann die Ausbreitung, also den R-Wert in diesem System. Der Kalman-Filter kann das zu einem gewissen Grade ausgleichen, aber unser neuer Schätzer kann im Prinzip in einem rekurrenten Netzwerk von Neuronen von sehr, sehr wenigen Units schätzen, was der R-Parameter eigentlich ist. Das macht er in gewisser Weise über die Return Times, über die Zeitintervalle, bis man die Aktivität wieder in diesem rekurrenten Netzwerk sieht. Wir brauchten ein System, um zu sehen, ob das auch in der echten Welt, bei echten Daten funktioniert. Wir hatten die analytische Lösung. Wir haben hier in Simulationen und auch in realistischeren und mehr detaillierten Simulationen geschaut, wie generell das ist. Aber im Idealfall möchte man gerne ein System aus der echten Welt. Und dadurch, dass diese Verzweigungsprozesse, die Branching-Prozesse, dass die eine ganz klassische Anwendung nicht nur in den Neurowissenschaften haben, sondern vor allen Dingen auch in der Ausbreitung von Krankheiten, haben wir einen Datensatz damals 2016, 2017 uns gesucht vom Robert-Koch-Institut, und zwar die Ausbreitung von Masern damals. Warum Masern? Masern haben ganz klare Symptome. Sie müssen im Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Und insofern sind wir davon ausgegangen, dass die Masern relativ vollständig in Deutschland gesampelt sind. Und was finden wir? Wir finden genau das. Wenn wir wirklich alle Masernfälle, die in Deutschland über die letzten 10 Jahre gemeldet worden sind, nehmen, diese Zeitreihe analysieren, finden wir, dass sich Masern mit dem R-Wert leicht unter 1 in Deutschland ausbreitet, egal ob wir den unseren Estimator nehmen oder den klassischen Estimator. Wenn wir aber nur 50% der Masernfälle nehmen, also zufällig 50% nehmen, die anderen 50% ignorieren, dann sehen wir, dass unser Schätzer den korrekten Wert liefert, während der konventionelle Estimator die Ausbreitung unterschätzen würde. Das ist für uns ein großer Hinweis gewesen, dass wir einen relativ robusten und realistischen Schätzer haben, den wir dann auch erfolgreich im Folgenden auf die neuronalen Systeme angewendet haben. Ich habe leider heute nicht die Zeit, weiter über neuronale Systeme zu sprechen und die Physik neuronaler Systeme. Ich möchte das nur ganz kurz anreißen. Wir haben, wie gesagt, viel die Ausbreitungsprozesse und Phasenübergänge untersucht. Wir finden, dass die Nähe von so einer Divergenz am kritischen Punkt genutzt werden kann, sehr geschickt genutzt werden kann, um die Eigenschaften, die Verarbeitungseigenschaften
eines Systems ganz fein einzustellen. Wir haben die Subsampling-Theorie dazu entwickelt, um das auch wirklich aus neuronalen experimentellen Daten schätzen zu können. Und das ist ein anderer Bereich, wir haben lokale Lernregeln, untersuchen wir. Und wir schauen, wie man eigentlich ein optimales neuronales System designen sollte, sodass es die Aufgaben macht, die man machen möchte. Und nicht nur, wie man es designt, sondern wie es von selbst sich dorthin entwickelt. Das sind die sogenannten lokalen Lernregeln. Und die Informationstheorie ist einfach ein Bereich, der hilft uns, Informationen zu quantifizieren. Das ist die ganz natürliche Sprache, mit der man Informationsverarbeitung quantifiziert. Gut, das war sozusagen die Forschung bis 2020. Und dann ist Covid aufgetaucht. Ich denke, viele von uns haben damals die Fallzahlen in China angeschaut und gesehen, es wächst, es scheint exponentiell zu wachsen. Und da haben bei mir natürlich direkt die Glocken geläutet, wir haben das angeschaut. Wir haben die Ausbreitung in China zumindest am Rande beobachtet. Und als es dann in Italien war, war klar, dass es eigentlich auch in Deutschland und in der Welt schon ist. Wir haben uns also sehr zügig daran gemacht, die mathematischen Methoden, die wir schon haben, zu nehmen, um sie auf die Analyse der Covid zu nutzen, und haben uns damals auch sehr gewundert, wo jetzt eigentlich die Epidemiologen sind, die das machen. Inzwischen weiß ich, dass eben diese Epidemiologie der Ausbreitungsprozesse der ansteckenden Krankheiten nicht der derzeitige Forschungsschwerpunkt ist, weil wir einfach seit über 100 Jahren keine große virale Pandemie mehr gehabt haben. Insofern ist es dann auf die Art und Weise, ich sag mal, geschehen, dass ich da einer der Personen war, die mit den Handwerkszeug, den ich aus der Ausbreitung neuronaler Aktivität hatte, dass ich das gut übertragen konnte auf die Ausbreitung von Covid. Und dort war es natürlich extrem hilfreich, auch gerade am Campus Göttingen und innerhalb der wissenschaftlichen Community, dass wir diese Informationen aus der Virologie, aus der Epidemiologie, aus der Medizin, dass wir die sehr, sehr schnell zusammenbringen konnten über Kollegen, ganz viele Treffen, um so schnell wie möglich dort auch ein gutes Verständnis der Ausbreitung hinzubekommen. Ja, jetzt wissen Sie ein bisschen, warum gerade ich angefangen habe, mich mit Covid zu beschäftigen. Jetzt möchte ich gerne ein Ergebnis zeigen, was gerade vor kurzem publiziert worden ist von uns. Es geht um die Effektivität von Maßnahmen. Die kann man auf verschiedene Art herleiten. Wir möchten dazu ein einfaches compartmentales Modell nehmen und schauen, wie genau der Beitrag von Testen, Kontaktnachverfolgen und Isolieren uns die Eindämmung erleichtert. Bevor ich da anfange, sage ich nochmal den Grundstock des Modells, das wir hier verwendet haben. Wir haben nicht alle einzelnen Agenten simuliert, das machen andere Kollegen, wie zum Beispiel Michael Meyer-Hermann. Wir nehmen ein Kompartmentmodell, wo wir die suszeptible Gruppe haben, die Infizierten und diejenigen, die dann wieder immun sind im Zweifel. Resistent. Am Anfang einer Pandemie ist im Prinzip jeder suszeptibel. Wenn diese Person dann auf eine infizierte Person trifft, gibt es eine gewisse Rate, mit der sich diese Person tagtäglich ansteckt. Es gibt ein serielles Intervall, daraus kommt dann die sogenannte Reproduktionszahl. Und diese infizierte Person ist dann nach irgendeinem Intervall oder nach einer bestimmten Rate recovered, also entweder resistent, weil verstorben, oder resistent, weil immun. In gewisser Weise kann die dann auch wieder suszeptibel werden, wenn die Immunität endlich ist. Hier auf der rechten Seite sind die Differentialgleichungen dafür. Ich denke, da muss ich nicht im Detail drauf eingehen, aber es ist ja relativ klar, dass suszeptible Personen, dieser Pool am Anfang voll ist und dann einfach Stück für Stück leerer wird, weil diese Personen eben infiziert werden und die Infizierten dann entsprechend mit einer gewissen Rate recovern. Es gibt da viele Varianten von, das ist wirklich das grundlegendste Modell. Hier ist eine Variante, die wir viel benutzen, weil sie sehr wichtig ist bei Covid. Dort nimmt man noch einen weiteren Pool an, dass man eben exposed ist. Also das heißt, man trägt das Virus schon. Es wird auch sich irgendwann zeigen. Aber man ist noch nicht ansteckend. Das macht einfach eine gewisse Verzögerung zwischen dem Tag, an dem man sich ansteckt, und dem Tag, an dem man infektiös wird. Und das ist die sogenannte latente Periode. Eine besondere Herausforderung haben wir bei Covid noch. Also diese latente Periode ist typischerweise zwischen 3 und 5 Tagen, manchmal aber auch bis zu 14 Tagen.
Ein zusätzliches Problem bei Covid haben wir, dass man teilweise ein oder zwei Tage schon infektiös ist, bevor man überhaupt Symptome entwickelt. Und das macht die Eindämmung so schwierig, denn man gibt dieses Virus weiter, ohne dass man auch nur die geringste Vermutung hätte, dass man krank sein könnte. In dem Moment, wo man Erkältungssymptome hat, denke ich, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man nochmal besonders vorsichtig ist, das nicht weiterzugeben. Genau, diese sogenannte asymptomatische Übertragung hier, wo man noch keine Symptome hat, aber schon infektiös ist, die stellt uns vor eine Herausforderung, wenn wir Covid eindämmen möchten. Das R, was wir hier drinnen haben, die Reproduktionszahl, die berechnet sich ja im Prinzip daraus, dass man sagt, eine Person steckt im Mittel bei dem tagtäglichen Verhalten, was man so hat, eine bestimmte Anzahl Personen an. Das ist natürlich ein Mittelwert. Da wird viel über die Breite der Verteilung gesprochen. Aber das Wichtigste, wirklich grundlegend Wichtigste ist erstmal, was ist dieser Mittelwert, dieser Zahl? Wenn er kleiner als 1 ist, geht die Anzahl neuer Infektionen im Mittel auch zurück. Wie schätzt man nun dieses R? Das war eine Frage hier der Senior Expert, des Senior Expert Networks. Wie schätze ich das? Also das Robert-Koch-Institut schätzt das, indem es die Anzahl beobachteter neuer Infektionen zum Zeitpunkt T nimmt und die teilt durch die Anzahl von neu infizierten eine Generationszeit früher. Generationszeit schätzt man, ist etwa 4 Tage, das ist die Zeit von der einen Ansteckung bis zur nächsten Ansteckung, sozusagen in der nächsten Generation, in der Kindergeneration. Das Schätzen dann ist aber gar nicht so einfach. Das ist eine gute Approximation, aber es führt wirklich auch zu unerwarteten Effekten. Wir haben hier zum Beispiel mal ein System simuliert, wo man sagt, wir starten mit einem R von 1 und gehen dann davon aus, dass das dann relativ schnell zu einem Wert in der Nähe von, wir starten mit 3 und das sinkt relativ schnell zu einem Wert in der Nähe von 1. Wenn wir dann mit dieser Formel, das ist der R-Wert, daraus kann man dann mit dem SIR-Modell simulieren, wie viele neue symptomatische Fälle man tagtäglich beobachtet. Und da sieht man, dass diese Stufe dazu führt, dass man hier lokale Maxima bekommt, die man nicht erwarten würde. Das sind unerwartete Effekte des SIR-Modells, die vielleicht nicht ganz intuitiv sind. Das liegt einfach daran, dass der Pool derjenigen, die neu infiziert sind, plötzlich kleiner wird. Es ist nicht so, dass R ist immer noch größer als 1, aber trotzdem hat man da lokale Rückgänge. Und dann ist es kein Wunder, dass das R zwischendurch auch unter 1 geht, das geschätzte R, so wie das Robert-Koch-Institut das schätzen würde. Sorry, hier soll Computertage sein. Dass das zwischendurch unter 1 geht. Je nachdem, wie man das genau schätzt, ist dieser Effekt stärker oder nicht. Aber man findet hier fälschlicherweise durchaus auch, dass R-Werte unter 1 sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Wir haben diese und andere Effekte, wie man diesen R-Wert schätzt, relativ detailliert in unserem Archive-Paper hier, Met-Archive-Paper, diskutiert. Also da kann auch jeder gerne nochmal weiter im Detail reinschauen. Das heißt, das geschätzte R ist immer auf den beobachteten Zahlen. Das kann diese Nichtlinearitäten nicht gut abfangen, es sei denn, man hat ein ganzes volles Modell, was man dort und korrektes Modell, was man im Hintergrund laufen lässt. Das Gute aber, ich habe ja viel über Subsampling geredet, die beobachteten Fälle sind ja immer nur ein Teil dessen, was wir im gesamten System beobachten. Wenn die Subsampling Fraction, also wenn der Anteil derjenigen, die wir beobachtet haben, ausreichend konstant ist und wir eine ausreichend langsame Änderung des R haben, dann ist diese Schätzung durch das Robert-Koch-Institut wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, die Änderung des Samplings und die Änderung des R sollte halt nicht, es sollte halt etwas langsamer sein als die 4 Tage, die hier als Generationszeit angenommen werden. Zusätzlich gibt es noch so ein bisschen Data Smoothing und Wocheneffekte, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Wir können, wenn das R kleiner als 1 ist, haben wir im Prinzip eine Kontrolle der Pandemie. Es kommt nicht mehr zu einem exponentiellen Wachstum, zumindest nicht im Mittel. R kleiner gleich 1 bedeutet, dass dann die Fallzahlen nahezu 0 gehen. Leider ist das nicht direkt notwendigerweise der Fall. Wenn das R kleiner als 1 ist und man gleichzeitig noch eine Einschleppung von außen hat, also offene Grenzen oder Landkreis mit Nachbarlandkreisen, dann kommt man zu einem Steady State, wo die Anzahl der Neuinfektionen bestimmt dadurch ist, wie viel von außen eingetragen wird und wie groß der Abstand zu dem kritischen R ist, was in unserem einfachen Modell R gleich 1 ist. Also wir wissen, für alles R, was größer als 1 ist, würde die
hätten wir eine Instabilität, also es würde ein exponentielles Wachstum in der rein suszeptiblen Population geben. Wenn das R kleiner als 1 ist, dann bestimmt das Level von tagtäglichen Neuinfektionen, was wir erwarten. Das wird bestimmt durch den Influx und durch den Abstand hier zu diesem kritischen Übergang. Das bedeutet zweierlei. Das bedeutet, je geringer der Eintrag von außen, desto geringer auch die Fallzahlen lokal. Das ist proportional. Es bedeutet aber auch, je größer der Sicherheitsabstand zu diesem kritischen Wert von R gleich 1, desto geringer ist auch unser Steady-State-Wert für die Anzahl neuer Infektionen. Das heißt, es sind zwei Kernfaktoren, die eine Rolle spielen. Der externe Input und wie viel wir intern das Virus weiter verbreiten. Wie bestimmen wir nun diesen R-Wert? Das hier, was auf der X-Achse ist, haben wir ein R und 0, das ist hier bei etwa 3,3 für Covid. Wir möchten es gerne unter 1 bekommen. Wie bekommen wir es unter 1? Nun, auf der einen Seite, wir haben das hier als eine Waage mal dargestellt. Auf der einen Seite haben wir die Faktoren, die die Ausbreitung antreiben. Das ist hier das R und der externe Influx, den ich gerade genannt habe. Und die Saisonalität moduliert das Ganze noch ein bisschen. Auf der anderen Seite haben wir Eindämmungsmaßnahmen. Hygiene ist das, was wir jetzt als Aha-Maßnahmen kennen. Wir haben eine Kontaktreduktion, da wo keine Kontakte stattfinden, findet typischerweise auch keine Übertragung statt. Und wir haben das sogenannte Test, Trace und Isolate. Das Testen, Kontakt nachverfolgen und isolieren. Das ist eine Maßnahme durch die Gesundheitsämter, das Testen und die Kontaktnachverfolgung, die eben auch zur Eindämmung beitragen kann. Und was wir gefunden haben, ist, dass wir nicht nur die zwei klassischen Zustände haben, dass wenn wir wenig Kontaktreduktion haben, dann überwiegt hier die Seite der Ausbreitung und wir haben einen Anstieg der Fälle über die Zeit. Wenn wir eine starke Kontaktreduktion haben, das ist ganz klar, dann gehen die Fallzahlen hier über die Zeit zurück und zwar zu einem Gleichgewichtswert, zum Steady-State-Wert. Und zu guter Letzt, was wir neu gefunden haben, ist, dass man bei moderater, also bei mittlerer Kontaktreduktion einen metastabilen Zustand hat. Metastabil bedeutet, wenn die Fallzahlen an sich niedrig genug sind, und zwar so niedrig, dass man unterhalb der Kapazität des Testens und der Kontaktnachverfolgung ist, dann gehen die Fallzahlen auch zu einem Steady-State-Wert. Das bedeutet, wenn die Gesundheitsämter gute Kontaktnachverfolgung machen und schnell genug testen, dann schaffen sie es, zur Eindämmung beizutragen und insgesamt ist das R, der R-Wert für alle, für die gesamte Ausbreitung kleiner als 1. Wenn aber aus irgendeinem Grund diese Kapazität überschritten wird, ist ohne jede Verhaltensänderung, kommt man in einen instabilen Zustand und die Fallzahlen fangen an zu wachsen. Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Das ist die Zusammenfassung dieses Papers. Ich möchte gerne in den nächsten Schritten das ein bisschen im größeren Detail erklären. Wir wollten nämlich wissen, oder wir haben genau diese Kapazitätsgrenze reingenommen in unser Modell, haben gesagt, wenn wir wenig Fallzahlen haben, können die Gesundheitsämter die Kontaktverfolgung schnell machen. Sie sind schneller als das Virus. Das bedeutet, sie schaffen es im Optimalfall, alle Kontaktpersonen zu isolieren, bevor diese wiederum andere schon angesteckt haben. Das ist ja das Ziel. Das wollten wir untersuchen. Aber natürlich ist das nicht perfekt. Die allerersten Modelle, die publiziert worden sind, die sind davon ausgegangen, dass man irgendwie alle Kontakte bekommt oder zumindest einen großen Teil, dass man sehr schnell ist. Und genau das haben wir nicht. Wir haben, wenn es uns Testen und Kontaktnachverfolgen gibt, eine Reihe von Herausforderungen, die wir alle versucht haben, in dieses Modell mit rein, also wo wir die Kernherausforderungen mit in dieses Modell reingenommen haben. Wir stellen das hier dar durch so eine Art Eisberg, und zwar aus folgendem Grund. Die Personen, die ja schon isoliert sind, die sind getestet und sie sind isoliert, die haben eine relativ kleine Reproduktionszahl, denn die wissen, dass sie das Virus tragen, die sind typischerweise vorsichtig. Die Personen, die aber infiziert sind und nicht wissen, dass sie das Virus tragen, das ist der Hidden Pool, die sind diejenigen, die die Ausbreitung deutlich antreiben. Diese Personen wissen nicht, dass sie das Virus tragen, die verhalten sich, wie wir uns im tagtäglichen Leben verhalten. Das nennen wir das RH, das ist hier eine Reproduktionszahl vom Hidden Pool. Das ist das, was eigentlich durch diese Maßnahmen wie Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen dann beeinflusst wird. Weil das ist das, wie wir uns im tagtäglichen Leben verhalten. Genau, und das macht jetzt das Testen, Tracen und Isolieren.
Nun, wie testet man erstmal? Man könnte Zufallstests machen, aber das ist sehr ineffektiv und wir haben leider nicht so viele Tests, wie wir gerne hätten. Also nehmen wir in unserem Modell an, dass wir nur die symptomatischen Personen testen, nicht die asymptomatischen. Die kriegen wir einfach in diesem Modell erstmal so nicht. Wir gehen auch davon aus, dass wir nur etwa die Hälfte der symptomatischen überhaupt bekommen und dass wir die auch im Mittel erst nach 5 Tagen bekommen. Das heißt, wir bekommen die gar nicht so schnell. Das, was dann wirklich hilft, ist, dass man die Kontaktperson auch isoliert und testet. Wir gehen davon aus, nicht, dass man alle, sondern dass man zumindest einen Teil der Kontaktperson bekommt. Das heißt, wir haben eine positive Person gefunden. Wir identifizieren einen guten Teil der Kontakte und isolieren beide, sodass deren Ansteckungen sich verringern. Aber auch das ist imperfekt. Also das eine Schwierige habe ich schon genannt, die prä- und asymptomatische Ansteckung. Wir gehen weiter in unserem Modell davon aus, dass wir gar nicht alle Kontakte bekommen, sondern nur ein Drittel, dass wir ein Drittel der Kontakte auch übersehen. Die Familie, Freunde und engen Arbeitskollegen, das ist relativ klar, wer Kontaktperson ist. Bei den anderen kann es durchaus sein, dass man welche übersieht. Wir gehen davon aus, dass die Quarantäne nicht perfekt ist. Hier ist also eine Art Leak wieder zurück. Außerdem gibt es möglicherweise auch innerhalb der isolierten Gruppe, also innerhalb von Familienmitgliedern noch Übertragungen. Dann gehen wir davon aus, dass es einfach Testvermeider gibt. Wir gehen davon aus, dass es vielleicht 20% sind. Und wir gehen davon aus, dass natürlich ein Eintrag von neuen Infektionen aus dem Ausland gibt. Und das Wichtige, das hatte ich auch schon angesprochen, ist, dass diese Kapazität der Gesundheitsämter limitiert ist und dass in dem Moment, wo zu viele Infizierte da sind, deren wir haben noch weitere Tests, aber wir können die nur mit einer geringeren, die Testdichte reduziert sich dann ab einer gewissen Höhe. Und wir gehen davon aus, dass die Kontaktnachverfolgung ein Stückchen langsamer ist. Insgesamt sieht das Modell dann etwas komplizierter aus als das SIR-Modell, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, aber es hat sehr, sehr viele Symmetrien. Das heißt, viele dieser Pfeile und Parameter sind einfach symmetrisch zueinander. Es geht vor allen Dingen darum, die asymptomatisch und symptomatisch im Hidden Pool und im Trace Pool auseinanderzuhalten. Was passiert also jetzt? Was kann unser Test Trace Isolate mit diesen realistischen Settings? Hier, diese Abbildung hatte ich schon gezeigt. Hier haben wir gesagt, dass hätten wir dieses Testen und Tracen nicht, dann müssten wir die Reproduktionszahl selber über unsere Kontakteinschränkungen unter 1 bringen. Ansonsten haben wir eine Instabilität. Was das Test-Trace-Isolate uns bringt, ist Folgendes. Es verschiebt diese Kurve effektiv auf die rechte Seite. Es bedeutet, dass die Personen hier, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, die können aus Versehen bis zu fast 2 Personen anstecken, statt nur einer. Und trotzdem ist das gesamte System noch stabil. Das heißt, Test Trace Isolate ist nicht allein ausreichend, um komplett uns die Eindämmung abzunehmen, aber es nimmt uns einen guten Teil der Eindämmung ab. Ich versuche das nochmal zu erklären. Dieses hier sind ja die Personen hier unten, die nicht wissen, dass sie Virusträger sind. Die verhalten sich, wie wir uns alle tagtäglich verhalten. Und diese Personen können nach diesem Modell etwa, ich sage dann großes etwa, 2 Personen anstecken und das wird dann ausgeglichen durch dieses nicht perfekte Testen, Trace und Isolaten, sodass dann insgesamt für dieses Gesamtsystem, für den Eisberg über und unter Wasser, dass für das Gesamtsystem die Reproduktionszahl insgesamt unter 1 ist und wir keinen exponentiellen Anstieg der Fälle haben. Wenn wir nur das Testen hätten und nicht die Kontaktnachverfolgung, dann hätten wir den Übergang etwa in der Mitte. Ich möchte einmal zeigen, was passiert, wenn man dann an diese Grenze kommt, wo man mit dem Trace nicht mehr gut hinterherkommt. Wir haben hier die Annahme, dass wir die Zeit haben, dass am Zeitpunkt 0 die Anzahl neuer Infektionen dieses Kapazitätslimit überschreitet. Würde es das nicht überschreiten, hätten wir weiter einen, ich sag mal, moderaten exponentiellen Anstieg hier in den helllilanen Bereich, also es würde der helllilanen Kurve folgen. Wenn wir aber limitierte Testkapazität haben, dann kommt es hier zu einem schneller als exponentiellen Wachstum. Das sieht man dann auch, jetzt kommen wir zum R-Wert zurück, mit dem R-Wert, den das Robert-Koch-Institut analysieren würde. Man sieht einen kurzen transierten Rückgang und dann sieht man, dass nicht nur die Fallzahlen steigen, sondern auch, dass das R-Wert selber steigt. Und in Deutschland haben wir das in vielen Landkreisen, in vielen Bundesländern und auch in Gesamtdeutschland als Phänomen relativ deutlich gesehen. Und zwar sind die Fallzahlen ja lange deutlich unter den 50 gewesen. Und dann im September, Oktober
sind mehr und mehr der Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterhergekommen und es kam zu einem Anstieg, der schneller als exponentiell war. Deutlich schneller als exponentiell. Man sieht auch, dass der R-Wert entsprechend hochgegangen ist. Wir denken also, was im Herbst passiert ist, sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Die Fallzahlen sind eben langsam gestiegen, dadurch, dass jeder sich etwas mehr Kontakte erlaubt hat, dadurch, dass in den Nachbarländern die Fallzahlen sehr hochgegangen sind. Das heißt, man hatte auch den größeren Influx von außen. Und dann sind plötzlich die Gesundheitsämter in einem Landkreis nach dem anderen nicht mehr hinterhergekommen mit der Kontaktnachverfolgung. Und dann kommt es zu diesem Kipppunkt und zu diesem selbstbeschleunigenden Ausbreitung, die viel, viel schwieriger wieder einzudämmen ist, als wenn man unterhalb der Kontaktnachverfolgungskapazität geblieben wäre. Unser ganzes Modell ist natürlich, wir mussten Annahmen machen über die Parameter. Wir haben das sehr detailliert diskutiert, auch mit den Gesundheitsämtern, um da realistische Parameter zu wählen. Aber natürlich kann man dann überlegen, was wäre denn, wenn wir zum Beispiel die Isolation hier in der Quarantäne, wenn wir die noch weiter verbessern. Wir gehen davon aus, dass es, oder wenn die wesentlich schlechter wäre. Wir gehen davon aus, dass man nur noch 10% der Kontakte hat. Wie groß, wo wäre denn die Stabilitätsgrenze, wenn die Quarantäne etwas schlechter befolgt wird. Und dann sieht man, dass man nicht mehr ein R von etwa 2 ausgleichen kann hier im Hidden Pool, sondern dass man, wenn man natürlich genauso viel Kontakte hat wie hier im Hidden Pool, wie in dem Quarantänepool, dann kann man nur noch das R von 1 ausgleichen. Das ist relativ logisch. Ein anderer Aspekt, den wir uns angeschaut haben, ist die Rate vom symptombasierten Testen. Wir gehen davon aus, dass jede Person, die Symptome hat, mit der Wahrscheinlichkeit jeden Tag von etwa 0,1 überhaupt getestet wird. Das führt dazu, dass wir etwa einen R von 2 ausgleichen können, einen R von 2 in den Hidden Pool. Hätten wir aber die Möglichkeit, symptombasierte Personen innerhalb von 1-2 Tagen zu testen, dann könnten wir möglicherweise einen R von 3 schon ausgleichen. Das zeigt, dass ein wesentlich besseres Testen da deutlich nochmal zur Eindämmung beitragen könnte. Wir haben für all diese Parameter Bereiche angenommen, die wir für realistisch halten. Wir haben natürlich Unsicherheiten auf unseren Schätzungen. Wenn wir diese Unsicherheiten propagieren, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass das R, was kompensiert werden kann, halt etwa 2 ist, aber natürlich eine gewisse Unsicherheit darauf liegt. Es ist aber sehr wahrscheinlich nicht möglich, mit dem jetzigen Test Trace Isolate ein R von 3 auszugleichen. Um das zusammenzufassen, das Test Trace Isolate, also das Testen, Kontakt nachverfolgen und isolieren von Kontaktpersonen, trägt zur Eindämmung bei. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier die unentdeckten Fälle besonders stark zur Ausbreitung beitragen und da auch möglicherweise ungewollt das Virus in Altenheimen und in Krankenhäuser tragen. Wir denken, dass die Überschreitung der Test Trace Isolate Kapazität dazu führt, dass die Ausbreitung sich selbst verstärkt. Und das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn sich dann die, sag ich mal, Papierstapel im Gesundheitsamt höher und höher anhäufen, dann braucht es manchmal eine Woche oder 2, um eine Kontaktperson zu isolieren und nicht 1 oder 2 Tage. Und zu dem Zeitpunkt haben die Personen längst schon die nächsten Personen infiziert. Man kommt also nicht mehr hinterher, wortwörtlich. Das ist ein bisschen wie ein Brand, der dann außer Kontrolle gerät. Der dritte Punkt, wir haben Stabilitätsanalysen gemacht und gesehen, dass sich der Phasenübergang zwischen Stabilität und Instabilität verschiebt. Und zwar verschiebt er sich grob so weit, dass eine Person aus Versehen, wenn sie nicht weiß, dass sie Virusträger ist, 2 Personen und nicht nur 1 Person anstecken kann. In Sachen Kontakte, die man haben kann, ist das ein deutlicher Unterschied. Wir haben also, wenn wir ein gutes Test-Trace-Isolate-System haben, wesentlich mehr persönliche Freiheiten als ohne. Genau, basierend auf unserer Analyse, dieses Test Trace Isolate, kann man sich dann überlegen, wie sollte man jetzt eigentlich eine Eindämmungsstrategie machen. Das hier ist ein Paper, was auf Archive ist und zurzeit in der Review. Dort haben wir überlegt, sollte man jetzt die Eindämmung orientieren an der Krankenhauskapazität, damit wir die Krankenhäuser nicht überlasten, oder sollten wir sie an der Test Trace Isolate Kapazität, also an der Kapazität der Gesundheitsämter orientieren. Und ich zeige, und das ist auch relativ intuitiv, denke ich, dass wir wesentlich weniger Infizierte haben, aber auch wesentlich weniger Lockdowns benötigen, wenn wir uns an der Test-Trace-Isolate-Kapazität orientieren. Hier ist die Annahme, dass wir nur eine relativ geringe Kontaktreduktion haben von etwa 20%.
Also Kontaktreduktion ist ja eigentlich gleichbedeutend mit Reduktion der Ansteckung, die jemand, der infiziert wäre und es aber nicht weiß, hätte. Wir gehen also davon aus, dass hier die Fallzahlen steigen und dann wird entweder beim Erreichen der Kapazität ein Lockdown angekündigt für 3-4 Wochen. Der bringt die Fallzahlen wieder runter. Dann steigen die Fallzahlen wieder, weil wir einfach generell im instabilen Zustand sind, selbst unterhalb hier. Und dann brauchen wir 3-4 Lockdowns über die nächsten 30 Wochen. Wenn man jedoch wartet mit dem Lockdown, bis man die TTI-Kapazität überschritten hat, dann ist man in diesem Bereich, wo die Gesundheitsämter wesentlich weniger beitragen können. Das heißt, man ist nach dem Lockdown wesentlich schneller wieder oben an dem Bereich, wo man wieder einen Lockdown braucht. Das heißt, milde Kontaktreduktion von nur etwa 20% nach dem Lockdown führt dazu, dass man wiederholte Lockdowns hat. Wenn wir eine mittlere Kontaktreduktion aber haben, dann gibt es diesen interessanten Fall, dass bei genau derselben Kontaktreduktion nach einem Lockdown wir in dem Bereich von hohen Fallzahlen wieder und wieder einen Lockdown brauchen. Also jedes Mal, wenn hier die Fallzahlen runtergehen, liegt es daran, dass da ein Lockdown passiert. Während hier unten, wenn man in den tief genug Bereich kommt, auch man könnte auch von hier oben ja wieder runterkommen, wenn man hier unten wäre, dann bräuchte man bei genau demselben Kontaktverhalten keine weiteren Lockdowns. Das heißt, moderate Kontaktreduktion ist so, dass man wiederholte Lockdowns nur bei hohen Fallzahlen bräuchte. Und klar, wenn man eine starke Kontaktreduktion hat, dann ist das fast schon selbsterklärend, wenn eine starke Kontaktreduktion ist so stark, dass auch von hohen Fallzahlen man wieder runterkommt in den Bereich, wo das Test Trace Isolate zur Eindämmung beiträgt und wir wieder in einem wirklich stabilen Bereich sind. Also hier, das hier ist der instabile Bereich, das ist der metastabile Bereich, das ist der komplett stabile Bereich. Also Kontrolle ist bei niedrigen Fallzahlen technisch gesehen viel einfacher. Das Problem natürlich, was wir hier haben, ist die, ich sag mal, Soziologie. Wenn die Fallzahlen niedrig sind, ist es viel schwieriger zu argumentieren, dass man trotzdem noch weiter die Kontakte einschränken müsste. Wir haben deswegen hier nochmal ganz klar die Kosten des Lockdowns quantifiziert in Sachen Gesamtfälle in den nächsten 30 Wochen und in Sachen Gesamtdauer in den nächsten 30 Wochen. Wenn man starke Kontaktreduktion hat, braucht man nur einen Lockdown, a 2 Wochen. In dem metastabilen Bereich macht es dann einen großen Unterschied, ob man einen zweiten Lockdown braucht oder nicht. Wenn man sehr wenig Kontaktreduktion hat, wird man weitere Lockdowns brauchen, aber das ist auch geringer, wenn man insgesamt die Fallzahl versucht, niedrig zu halten. Und natürlich ist die Anzahl von Fällen und dann daraufhin die Belastung der Intensivstation und die Todesfälle deutlich geringer, wenn man sich hier an dem niedrigeren Niveau orientiert. Also die Kosten der Lockdowns in Sachen Fallzahlen, Todeszahlen und Lockdown-Dauer sind deutlich geringer, wenn man sich an der TTI-Kapazität und nicht an der Kapazität der Krankenhäuser orientiert. Ganz zu schweigen von den Nebeneffekten, die wir haben in Sachen schlechter Behandlung von all denjenigen Menschen oder schlechterer Versorgung all derjenigen Menschen, die nicht Covid haben, wenn die Krankenhäuser mit Covid derart überlastet sind. Wir haben auch basierend auf diesen Erkenntnissen und auch basierend auf anderen sehr viel ausgetauscht mit internationalen Forschenden, nicht nur aus unserer Disziplin, sondern auch aus den Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie, natürlich Public Health und das insgesamt versucht in einer gemeinsamen Stellungnahme deutlich zu machen, dass wir niedrige Fallzahlen brauchen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Der Influx von den anderen Ländern spielt eben eine große Rolle. Das Virus macht nicht einfach von sich aus an den Grenzen Halt. Und wir sind dort alle gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass niedrige Fallzahlen eigentlich nur Vorteile haben für die Gesellschaft, für die Gesundheit sowieso, aber auch für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Wir haben mit den europäischen Wissenschaftlern eine Website gemacht, in dem diese Stellungnahmen auch in ganz vielen verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen. Das ist hier das Contain COVID Pan-EU. Gut. Niedrige Fallzahlen sind gut, aber wie können wir da runterkommen? Dafür brauchen wir im Prinzip nicht pharmazeutische Interventionen. Können wir schätzen, wie gut die wirken? Das ist das, was ich jetzt viel gefragt werde. Wir sind uns wirklich alle einig, niedrige Fallzahlen sind besser, aber wie kommen wir da runter? Was ist das Paket an Maßnahmen, was wir jetzt brauchen, um runterzukommen? Ich möchte hier einen kleinen Überblick über die Literatur dazu geben und zeigen, wie schwierig es ist, das überhaupt abzuschätzen.
Und vor allen Dingen, wie viel schwieriger es ist, das auch noch vorherzusagen für das nächste Maßnahmenpaket. Was sind diese Maßnahmen? Das sind zum Beispiel, dass man die Anzahl, die Größe von Treffen limitiert, dass man Geschäfte schließt, dass man Schulen und Universitäten möglicherweise schließt. Das Ziel ist, die Fallzahlen zu senken, aber, und das sage ich auch nochmal gleich mehr im Detail, man hat da eben einige Probleme, das dann wirklich zu generalisieren. Wir sind eine der ersten Gruppen gewesen, die damals im Frühjahr versucht haben, abzuschätzen, was diese nicht-pharmazeutischen Interventionen bringen, wie viel sie bringen. Und das hier ist wirklich fast ein Jahr jetzt zurück, das ist der 8. März, da wurden damals die Großveranstaltungen abgesagt in Deutschland. Das hier sind die Fallzahlen in Deutschland, Neuinfektionen pro Tag. Um den 15. März sind die Geschäfte und Schulen geschlossen worden. Am 22. März ist das Kontaktverbot angekündigt worden. Wir haben dann geschätzt, wie die Fallzahlen sich weiterentwickelt hätten, wenn nur die Großveranstaltungen abgesagt worden wären. Da hätten wir mit großer Sicherheit weiter exponentielles Wachstum erwartet. Was Sie hier in Farbe sehen, ist von unserem Bayesian Estimate das Bayesian Credible Interval. Die Absage von Schulen und Geschäften, also diese zweite Stufe des Lockdowns im Frühjahr, hätte möglicherweise dazu gebracht, dass die Fallzahlen etwa konstant geblieben wären, aber eben auf diesem hohen Level und immer mit der Gefahr, dass jede kleine Lockerung wieder zu einem erneuten Anstieg führen könnte. Das Kontaktverbot schließlich scheint dazu geführt zu haben, dass die Fallzahlen deutlich gesunken sind. Sie sind damals im Frühjahr auch relativ zügig gesunken, und zwar haben sie sich alle 1 bis 2 Wochen etwa um einen Faktor 2 reduziert. Das heißt, nach dem Kontaktverbot hatten wir etwa einen R-Wert von 0,8, manchmal sogar drunter. Das heißt, es ist möglich, diese Fallzahlen deutlich zu reduzieren, wenn man die Kontakte auch deutlich einschränkt. Ich überspringe diese eine Slide vielleicht einmal. Man sagt, jetzt gerade im Dezember ist eine Studie rausgekommen, die sich das nicht nur für ein einziges Land angeschaut hat, sondern für über 40 Länder. Hier, das ist Brauner et al. Die haben sich hier verschiedene mögliche Eindämmungsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern angeschaut. Ich möchte hier einmal reinzoomen nach Deutschland und ein paar Nachbarländer. Da sieht man dann, zu welchem Zeitpunkt welche Maßnahmen ergriffen worden sind. Interessanterweise, Deutschland hatte keine strikte Stay-at-Home-Order. Nur um das als eine Bemerkung mit reinzubringen. Island hatte zum Beispiel auch weniger Maßnahmen. Und durch diese verschiedene Verteilung der Maßnahmen in all diesen verschiedenen Ländern kann man dann versuchen zuzuordnen, welcher Anteil des Rückgangs auf welche dieser möglichen Maßnahmen zurückzuführen ist. Und das sind also in diesem Paper vor allen Dingen die Einschränkungen von Treffen, die Schließung von Geschäften, zu Hause zu bleiben und eben Schulen und Universitäten zu schließen. Das ist das Ergebnis, das die finden. Wir machen ein sehr, sehr ähnliches Modell zu dem, was wir machen, nur eben mit mehr Ländern. Und Sie finden zwei deutliche Effekte. Hier auf der X-Achse ist die Reduktion des Rs, also wie sehr trägt ein Beitrag dabei. Ich möchte hier das Verbot von Veranstaltungen mit 10 Personen oder mehr herausheben. Das bringt möglicherweise rund 40-50%. Der andere Teil, der deutlich was zu bringen scheint, ist das Schließen von Schulen und Universitäten, auch etwa in dem Bereich. Aber es ist wirklich gemeinsam von beiden. Dadurch, dass die meistens gleichzeitig geschlossen wurden, kann man das nicht gut auseinandernehmen, was welcher Beitrag genau ist. Ein Homeoffice-Verpflichtung oder so gab es damals was nicht. Viele Leute sind zu Hause geblieben, viele Produktionsstätten waren auch geschlossen. Nicht, weil die Arbeitgeber das wollten, sondern weil die einfach wahnsinnige Lieferengpässe damals hatten und auch nicht genau wussten, wie sie ihre Angestellten gut schützen. Hier die zusätzliche Stay-at-Home-Order, dass man sein Haus nicht verlassen darf, ist nicht klar, ob es wirklich was bringt oder wie viel es bringt. Was man dazu sagen muss, ist, dass das natürlich gemittelt ist über sehr, sehr viele Länder und eine Stay-at-Home-Order in einem Land, also ein Zuhausebleiben, Gebot in einem Land, sicherlich in einem anderen Land ganz anders umgesetzt. Das nächste ist, all diese Daten sind aus der ersten Welle. Können wir die 1:1 auf jetzt eine neue Welle übertragen? Wahrscheinlich nicht. Das hat zwei Hauptprobleme. Das eine ist, wir haben jetzt viel bessere Vorsichtsmaßnahmen. Wir wissen viel besser, wo sich das Virus überträgt. Wir haben jetzt Masken und Tests. Also wir sind eigentlich viel besser aufgestellt. Auf der anderen Seite ist die Compliance, also wie gut die Menschen mitmachen, auch eine ganz andere. Das heißt, eine Sache ist, für die erste Welle zu quantifizieren, wie wirksam eine Maßnahme war. Eine ganz andere Sache ist dann vorherzusagen, wie sie diesmal in Zukunft möglicherweise umgesetzt wird, mit dem besseren Wissen, was wir haben, aber auch mit der anderen Motivation in der Bevölkerung.
Es gibt weitere Studien, die ganz ähnliche Analysen gemacht haben. Ich möchte die relativ kurz nur anschneiden. Hier ist eine, die sortiert danach, welche der Maßnahmen am effektivsten sind. Das sind hier die oben. Da sind auch die Grenzschließungen, das Schließen von Bildungseinrichtungen und das Verbieten von Treffen in größeren Gruppen unter den Maßnahmen, die am ehesten was gebracht haben. Hier eine weitere Studie, die auch zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Die unterscheidet sich vor allen Dingen auch dadurch, dass man zu Hause bleibt, als relativ wirksam einschätzt. Insofern ist da auch in der Literatur nicht ganz große Einheit, wobei diese Studie genau noch unter Begutachtung ist. Hier ist eine Studie, die verschiedene Maßnahmen kombiniert, also wirklich die Kombination mehrerer Maßnahmen gleichzeitig analysiert. Die haben einfach nochmal einen anderen Ansatz gemacht, zeigen eben auch, dass diese Maßnahmen was bringen. Die haben ein bisschen andere Maßzahl hier auf der X-Achse. Aber man sieht, vor welchen Herausforderungen man steht, das allein schon für die erste Welle zu quantifizieren oder gar jetzt auf die neue zu übertragen. Wenn ich ganz grob einen Richtwert geben würde, wir sehen ja auch, wie breit hier die Credible Intervals sind, wenn ich einen ganz groben Richtwert geben würde, würde ich sagen, jedes dieser wirklich großen Maßnahmenpakete, das hier ist ja auch nur eine Verstärkung einer Maßnahme, jedes dieser großen Maßnahmenpakete bringt zwischen 20% und 40%, ganz grob. Das ist eine Rule of Thumb, mit der man da weitermachen kann, wenn sie dann wirklich gut umgesetzt wird. Und genau, wenn sie gut umgesetzt wird. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einen ganz, ganz kurzen Ausblick geben über das, was wir derzeit wissen und wie vielleicht was die Herausforderungen für die nächsten Monate sind. Ich möchte einfach einmal eine Zahl hier nennen, weil darüber immer wieder diskutiert wird. Wir kennen sie inzwischen relativ gut. Das ist die Infektionssterberate. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verstirbt, was ist die Wahrscheinlichkeit zu versterben auf der Y-Achse, wenn man Covid erkrankt ist, und das ist nach Alter aufgelöst. Das hat nichts mit dem Test zu tun. Das ist wirklich die Infektionssterbewahrscheinlichkeit. Die steigt deutlich an mit dem Alter. Genauso wie auch die ganz generelle Sterbewahrscheinlichkeit mit dem Alter ansteigt. Und ist grob 1% für die 60- bis 70-Jährigen. Und wenn man sich das als Richtlinie merken möchte, ist es etwa 1% für die 60- bis 70-Jährige. Sie ist etwa 10-mal mehr für die über 80-Jährigen und sie ist etwa 10-mal weniger für die 40- bis 50-Jährigen. Also man hat so den Faktor 10 alle 20 Jahre. Und wir vergleichen mit zum Beispiel Todesfälle durch Unfälle pro Jahr. Das ist hier pro Infektion und das hier ist pro Jahr. Ist man eben in der Größenordnung, die für Covid für die meisten doch tödlicher ist als zum Beispiel Autounfälle. Nur um das in irgendein Verhältnis zu setzen. Den anderen Aspekt, den wir haben, ist, dass in den meisten Ländern bisher nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung bisher infiziert worden ist. Also außer in Peru oder Mexiko oder jetzt auch Brasilien sind in vielen Ländern noch nicht sehr viele infiziert. Und selbst in Brasilien, wo sehr viele schon infiziert sind, gibt es jetzt gerade eine Welle von Zweitinfektionen. Das heißt, die Immunität scheint da auch nicht über Jahre hin stabil zu sein. Das bedeutet, wir haben auch in Deutschland einfach nur eine sehr, sehr große Population von Menschen, die noch infiziert werden könnte. Und wenn wir das zusammentun hier mit der altersabhängigen Sterbewahrscheinlichkeit, diese Altersklasse zwischen 50 und 75, das sind rund 25 Millionen Menschen. Die haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 bis 1%, dass sie sterben im Mittel an der Covid-Infektion an und nicht mit. Diese Menschen sind rund 25 Millionen. Wenn von denen auch nur 1% auf die Intensivstation müsste, wäre das extrem viel. Das ist der Grund, warum die Herdenimmunität so extrem schwer auf natürliche Art erreichbar ist. Im Frühjahr war das noch alles, das wussten wir diese Zahlen noch nicht so gut. Wir wussten nicht, was die Infektionssterberate ist. Wir wussten nicht gut, was die Dunkelziffer ist. Inzwischen ist sie wesentlich besser bekannt. Man kann eben abschätzen, dass die Herdenimmunität, die natürliche, sich nicht so leicht erreichen lässt, wie manche Länder das im Frühjahr vielleicht gehofft hatten. Insofern, was bleibt uns in den kommenden Monaten? Wir bauen und hoffen natürlich alle auf die Impfstoffherstellung, aber das dauert seine Zeit. Und wahrscheinlich wird nicht mal die Hälfte der Bevölkerung bis zum Sommer immun sein.
PCR und Schnelltests sind super. Die helfen, die Pandemie einzudämmen, weil Menschen dann wissen, dass sie infektiös sind und sich isolieren könnten. Wir haben aber nicht besonders viele. Wir haben etwa 1,4 Millionen PCR-Tests pro Woche und etwa 10 Millionen Schnelltests pro Woche. Das bedeutet, dass ich wirklich im Prinzip hier jede Person alle 1 bis 2 Jahre einen PCR-Test haben kann oder alle 1 bis 2 Monate, eher alle 2 Monate, einen Schnelltest. Und das sind wirklich auch zum Teil Produktionsengpässe weltweit. Da bräuchten wir mehr Produktionskapazität. Die Saisonalität wird uns sicherlich einiges an Erleichterung bringen, geschätzt 20 bis 30%. Jedoch reicht das nicht, um einen R von 3,3 unter 1 zu bringen. Es wird also die Welle nicht von alleine enden. Das ist anders als mit den endemischen Coronaviren, die selber intrinsischen R von etwas über 1 haben und durch eine Saisonalität dann einfach unter die 1 gedrückt werden und die Welle dann von alleine abnimmt, die Grippewelle im Frühjahr. Wir haben neue Varianten, die haben Sie sicherlich alle schon gehört, B.1.1.7 zum Beispiel. Die ist deutlich ansteckender und es gibt auch welche, die man erwartet, die dann das Immunsystem oder die Immunität, die man bisher hat, umgehen. Dieses B.1.1.7 stellt einen vor eine gewisse Herausforderung, denn statt einem R von 1 scheint es ein R von 1,3 oder 1,7 zu machen, bei genau demselben Verhalten. Das heißt, +30 bis +70%, das ist deutlich mehr oder das ist sicherlich mehr als das, was man als saisonalen Effekt erwartet. Noch haben wir nicht sehr viel B.1.1.7 in Deutschland, wahrscheinlich, vielleicht im Bereich von 1%, aber die wachsen dadurch, dass sie so viel dominanter sind, exponentiell genauso wie alle anderen und verdoppeln sich bei solch einem R-Wert etwa jede Woche. Das heißt, von 1 auf 2 auf 4 auf 8% ist man dann auch innerhalb von 3-4 Wochen und entsprechend schnell kann es einen dazu zwingen, noch stärkere Eindämmungsmaßnahmen zu machen, wenn man das in die Ausbreitung nicht irgendwie schafft zu verlangsamen. Und der Übergang von einer pandemischen in eine endemische Ausbreitung und eventuell eine Ausrottung, die wird noch ein wenig dauern. Wie hatten wir es im Sommer? Im Sommer waren wir sehr dicht an der Ausrottung. Wir hatten Landkreise hier, das hier ist ein Snapshot von Juni, wo wochenlang kein einziger Fall entdeckt worden ist. Inzwischen wissen wir, dass da dann auch sehr wahrscheinlich gar keine Fälle waren. Wir empfehlen stark, aufgrund der Forschungsergebnisse, die ich Ihnen gezeigt habe, dass man die Kontaktketten unterbrechen sollte, so gut das geht. Das geht besonders gut dann, wenn man niedrige Fallzahlen hat und neue Infektionen und Ausbrüche dann lokal und gezielt durch Testen dort eindämmt, wo sie sind. Aber um das gezielt zu machen und nicht mit der Vorschlaghammermethode, die wir gerade haben, müssen erstmal die Fallzahlen wieder runter. Wir müssen erstmal wieder in den Zustand kommen wie im Sommer, wo wir uns auf die lokalen Ausbruchsherde konzentrieren können und nicht einfach schauen müssen, wie man die Intensivstation vor der Überfüllung rettet. Niedrige Fallzahlen sind sowohl für die Gesundheit als auch für die Gesellschaft und Wirtschaft klar von Vorteil. Hiermit möchte ich gerne zusammenfassen. Wir haben am Anfang die Ausbreitungsprozesse besprochen in der Theorie neuronaler Systeme, wie auch in der Analyse von Covid. Wir haben die Effektivität von Maßnahmen hergeleitet. Wir haben gezeigt, dass TTI zur Eindämmung beiträgt. Bei Überschreitung der Kapazität kommt es aber zu einem Kipppunkt, wo dann die Ausbreitung sich selbst beschleunigt. Und bei niedrigen Fallzahlen unterhalb dieser TTI-Kapazität hat man aber einen metastabilen Zustand, der weniger Einschränkungen für jeden Einzelnen bedarf. Die Effektivität von Maßnahmen, von einzelnen MPIs, können wir sehr schwer ganz genau quantifizieren aus der Vergangenheit und noch viel schwieriger vorhersagen für die Zukunft. Und was wir für die nächsten Monate erwarten, habe ich zusammengefasst. Vielen Dank an Sie, vielen Dank an meine wunderbare Gruppe für diese Arbeit. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Presemann. Wir hatten uns kurz abgesprochen, dass ich kurz übernehme, während Herr Desch anfängt, ein bisschen zu sortieren, was an Fragen eingegangen ist. Das war ein fantastischer Vortrag. Ganz toll, was Sie mit Ihren mathematischen Modellen hier wirklich über die Ausbreitung sagen können. Eine der dringendsten Fragen, die ja nun eingeht, die haben Sie am Ende direkt angesprochen, sind diese neuen Varianten. Wie sicher ist es, wann können Sie sowas erkennen, dass die jetzt wirklich hier auch in Deutschland signifikant sind? Was brauchen Sie dazu, um sowas zu sagen? Die kann man auf zwei Arten erkennen, durch einen bestimmten Effekt in den PCR-Tests. Allerdings sind nicht alle PCR-Tests, die hier in Deutschland gemacht werden, dafür sensitiv. Die andere Möglichkeit, sie sicher zu erkennen, ist über Sequenzierung. In Deutschland wird Entschuldigung, das war jetzt nicht meine Frage, dass man die
hinterher erkennen, aber können Sie an der Ausbreitung, am Ausbreitungsgeschehen erkennen, wie Sprache hier so, also ja, man kann es in gewisser Weise erkennen. Aber solange die nur 1-2% macht, ist das ein so kleiner Anteil, dass es in 99% der Ausbreitung der anderen Variante im Prinzip noch untergeht. Sobald die dann 10-20% übernehmen würde, würde man anfangen zu erkennen, aber man wüsste nicht, ob das vielleicht auch einfach schlechtere Maßnahmen sind. In England hat man das sehr, sehr schön gemacht mit der Erkenntnis und da, deswegen habe ich auch sehr früh diese Daten für sehr zuverlässig gehalten. Die haben sich die sogenannte Secondary Attack Rate angeschaut, also wie viele Personen von einer infizierten Person weiter infiziert werden, die schon in Quarantäne sind. Das heißt, man hat sich angeschaut, man hat eine Person, die hat Kontaktpersonen, wie viele der Kontaktpersonen sind denn infiziert worden? Und dann hat man gesehen, dass 10% bei der alten Variante und 14% bei der neuen Variante infiziert worden sind. Und zwar über die Region, über die Altersgruppen, überall ein sehr deutlicher, klarer Effekt, immer in dieser Größenordnung. Und das ist, finde ich, ein sehr klarer Datensatz. Das heißt, hätten wir ein Gesundheitsämter, die nicht so dezentral sind, sondern solche Art von Daten besser lokal sammeln könnten, könnte man sowas lokal schon erkennen und könnte man das deutschlandweit auch viel besser erkennen. Ja. Sind Sie soweit dann? Also es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. ich bin soweit. Wir haben mittlerweile 82 Fragen. Darunter, das sollte ich vielleicht auch ganz am Anfang sagen, auch vielen Dank für den tollen Vortrag aus dem Publikum. Vielleicht fangen wir mal bei einer Basisfrage an, die mehrfach vorkommt. Vielleicht auch mit einer Bitte um eine kurze Antwort, wenn man dies kurz beantworten kann. Woher kommt eigentlich dieses R0 von 3,3 und ist das universell oder hängt das vom Kulturkreis ab? Das ist ja schon eine relativ wichtige Zahl. Ja, das ist die kurze Version. Ja, es hängt von all diesen Parametern ab und man berechnet es unter anderem, indem man am Anfang ganz spezifisch nachverfolgt, wie viele Infektionen von einer bekannten Infektion ausgehen. Aber das hängt von der Saisonalität im Kulturkreis und vielen, vielen anderen Faktoren ab. Und deswegen R zwischen 2,5 und 3,5 ist realistisch. Okay, danke. Dann gibt es einen ganzen Komplex von Fragen, die alle damit zu tun haben, wie eigentlich die Verteilung, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Infektionen aussieht. Also Stichwort Superspreading. Auch die Frage, können einzelne Superspreading-Events aus diesem metastabilen Zustand, den Sie genannt haben, einen rauskatapultieren? Und wie stark ist da die Abhängigkeit? Genau, also das ist eines der Beispiele, die wir durchsimuliert haben, dass man ein Superspreading-Event hat und wenn man dann außerhalb der Test-Trace-Isolate-Kapazität ist, dann ist man im instabilen Zustand und kommt nicht mehr hinterher. Das ist ein klares Problem. Wie sehr bringt die Überdispersion, wie viel trägt die bei für die Stabilität versus Instabilität? Erstmal nicht, abgesehen von den Superspreading-Events, die sich so schwer einfangen lassen. Also da bringt es wenig bei. Vor allen Dingen, wenn man hohe Fallzahlen hat, trägt das wenig bei. Da mittelt sich das raus. Bei niedrigen Fallzahlen macht es aber einen großen Unterschied, ob man schafft, zu einer Null zu kommen und die Null zu halten oder ob man dann eben lokal große Ausbrüche bekommt. In dem Moment, wo man aber Großveranstaltungen absagt und auch Treffen insgesamt absagt, ändert sich ja auch die Verteilung meiner Offsprings. Ich habe ja bei der Überdispersion ein paar Events, die dann zu vielen Ansteckungen führen. Genau die vermeidet man ja durch die Kontaktbeschränkungen. Danke. Dann gibt es so einen Komplex von Fragen, die, also Sie haben ja gezeigt, wie stark neben dem R auch der Eintrag von außen relevant ist. Und ich verstehe das so, Eintrag von außen ist ja eigentlich auch Eintrag von innen, wenn man Deutschland in Kreise unterteilt, hat man ganz viele Außens und ganz viele Innens. Kann man, welchen Einfluss spielt quasi dieser Gradient, den man in der zweidimensional angesiedelten Bevölkerung eigentlich immer hat? Kann man einzelne Kreise isolieren? Bringt das was? Das ist so ein Komplex von Fragen. Ich hoffe,
Niemand ist mir böse, wenn ich versuche, das so zusammenzufassen. Das ist eine spannende Frage, das ist so Heterogenität. Also wo mache ich die Grenzen einer Community und sage, das ist interner Spread und was kommt von außen rein? Das lässt sich nicht klar abgrenzen. Insofern ist es ein Gedankenmodell, was einem einfach hilft. Bei Landesgrenzen hilft es ein Stückchen mehr, aber selbst dort haben wir viele Menschen, die auf einer Seite der Landesgrenze arbeiten und auf der anderen Seite leben. Das heißt, wir brauchen ja wirklich ein europäisches Vorgehen, wenn im Nachbarland die Fallzahlen wahnsinnig hoch sind. Lässt sich dieser Eintrag eine gewisse Zeit lang kompensieren, aber irgendwann eben nicht mehr. Wir haben auch andere Heterogenitäten. Wir haben Bevölkerungsgruppen, dass zum Beispiel in bestimmten Bevölkerungsgruppen man viel mehr Spread hat als in anderen. Ganz approximativ könnte man die separieren in einem Modell und sagen, das ist halt ein Reservoir, wo die ganze Zeit auch was rauskommt. Das ist dann auch wieder eine Art Kopplung zu dem anderen Teil der Bevölkerungsgruppen. Wir bauen gerade ein Modell, in dem wir das versuchen, diese Übergänge zwischen den Landkreisen auch zu schätzen, aber es ist sehr, sehr, sehr aufwendig, das überhaupt erstmal als Schätzmodell zum Konvergieren zu bringen, weil die Datenlage natürlich auch noisy ist. Wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Also auf Testdaten läuft es inzwischen. Im halben Jahr vielleicht mehr. Wird denn auch, also Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeiten ja relativ viel analytisch oder sagen wir mal differenzialgleichungsbasiert, wird denn eigentlich auch Monte Carlo gemacht? Und ich meine, man könnte ja auch so ein 401 Kreise einfach mal loslaufen lassen, also wirklich statistisch. Genauso schätzen wir die Wirksamkeit der Intervention. Das ist MCMC Sampling und Bayesian Inferenz. Okay. Das ist der Teil, das ist wirklich dieses, wie schätze ich die Wirkung von Maßnahmen oder das überhaupt das R schon. Wie schätze ich das R aus den Daten, die ich habe? Das ist MCMC und Bayesische Inferenz. Beim C4 haben wir versucht zu nehmen. Hat viel Freude gemacht. Auf der anderen Seite haben wir die Modelle, wie jetzt dieses Test Trace Isolate, die wir dann aber analytisch lösen können, wo wir die Fixpunkte genau herleiten können. Das ist so wirklich ein anderer Ansatz. Das sind ja hypothetische Modelle, wo wir uns überlegen, wie könnte das sich auswirken in der Population. Wenn ich nochmal. Ja, überhaupt. Ja, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja nun leider diese Querdenker und die Corona-Leugner, die einfach sich nicht um solche Sachen kümmern. Wie wirkt sich der Prozentsatz dieser Bevölkerung jetzt auf den R-Wert aus? Wie viel können wir uns davon leisten? Oder was machen, wenn 10% der Leute in Deutschland jetzt so denken und sich nicht dran halten? Was hat das für einen Effekt auf den R-Wert? Ja, quantitativ ist es sehr schwer auszumachen, weil man könnte ja sagen, wenn es eine abgeschlossene Bevölkerungsgruppe wäre und die halbwegs entkoppelt wäre von der anderen Bevölkerungsgruppe, dann hätten wir da zwar ein großes Spreading, aber irgendwann wären die ja auch immun. Irgendwann. Das wäre eher ein Problem für die Krankenhäuser. Aber dadurch, dass ich da keine genaue Zahl habe, wie die Kopplung, sage ich mal, ist zwischen der einen und der anderen Gruppe, haben wir jetzt in unserem Modell einfach erstmal gesagt, es gibt 20% Testvermeider insgesamt. Und das haben wir reingenommen und am Ende kriegen wir dann, dass wir an sich in der normalen anderen Bevölkerung dann ein R von 2 noch kompensieren können. Das ist so eine Größenordnung. Aber auch die Testvermeider, wenn die über Kontaktnachverfolgung gefunden werden, dann kommen die auch in Quarantäne und halten sich in unserem Modell auch an die Quarantäne, zumindest zu 90%. Ja. Wir haben auf unserer Website im Prinzip sogar das ganze Modell zum selber die Parameter schieben. Das kann man da gerne versuchen. Auch die Testverweigerer kann man dann auf 90% oder 100% hochstellen und dann sieht man, dass man keine Chance mehr hat. Aber das ist wirklich, das ist eher eine qualitative Aussage. Ja, die Frage, in Ihrem SIR- und SIER-Modell steht R einmal für resistent, einmal für recovered. Macht das einen Unterschied? Für das Modell erstmal nicht. Es bedeutet erstmal immun. Da sollte man eigentlich erstmal immun hinschreiben. Also das steht für immun. Die einen sagen resistent, recovered, removed ist ein anderer Begriff, der für das R benutzt wird. Für das Modell heißt es erstmal, diese Person ist nicht mehr suszeptibel, sie kann nicht wieder neu angesteckt werden. Das ist ein Unterschied zu den SIS-Modellen, susceptible, infected und wieder susceptible, wo man eben keine Immunität hat. Und im Prinzip bräuchte man ja ein Modell, wenn man jetzt über Jahre simuliert, wo man sagt, susceptible, infected, recovered, also immun dann aber auch und dann wieder susceptible. Aber im Moment macht das noch keinen Unterschied, wenn man so relativ geringe
Ja, wir müssen mal schauen, was in Brasilien ist. Uns fehlen die Daten da. Und auch neue Varianten. Ich habe ja das aus England angesprochen, das B117. Das ist infektiöser, aber scheint die Immunen, also Personen, die schon immun sind oder geimpft sind, für die scheint das kein großes zusätzliches Problem zu sein. Aber es wird neue Varianten geben, die auch das Immunsystem ganz aktiv versuchen zu umgehen. Die haben einfach einen Selektionsvorteil, ganz trocken gesagt. Und das setzt sich halt durch, was Selektionsvorteil hat. Insofern wird es auch neue Varianten geben, wie bei der Grippe auch, wo man sich dann überlegen muss, wie der an Impfstoff angepasst wird. Wird es wahrscheinlich Varianten geben? Alles mit einem Fragezeichen. Na, aber also Immunität als eindämmendes oder sagen wir mal R-reduzierendes Element spielt noch keine Rolle. In Deutschland spielt das so gut wie keine Rolle. In Brasilien sind 70-80% der Personen in manchen Gegenden, in Manaus zum Beispiel, schon infiziert. Und dort gibt es jetzt die Varianten, die dort zu der Zweitinfektion führen. Gut, ich gehe mal, wir haben mittlerweile die maximale Fragegrenze von Zoom gesperrt. Hier steht jetzt 99 plus. Das schaffen wir natürlich nicht. Deshalb gehe ich jetzt auch mal so ein bisschen. Ich habe hier so eine nette Frage über Göttingen. Die ist hier im Chat. In Göttingen ist die Inzidenz relativ niedrig, obwohl es natürlich eine Studierendenstadt ist und man damit rechnen müsste, dass junge Menschen die Regeln weniger strikt befolgen. Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich hier durch Göttingen gehe, die meisten Menschen tragen Maske auf der Fußgängerzone. Und ich halte das immer für ein Symbol dafür, dass die Menschen das an sich relativ ernst nehmen. Das andere, was wir haben, ich habe guten Kontakt mit dem Gesundheitssystem hier oder dem Gesundheitsamt, die haben kreative Ideen und die sind schnell. Die versuchen auch, die Überstunden wirklich zu schieben, wenn es aus der Kontrolle gerät. Und es gibt einen anderen Landkreis, der sich da auch, glaube ich, viel Mühe gibt. Die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Pech, aber Uelzen zum Beispiel ist einem lange aufgefallen als Niedriginzidenz-Landkreis. Der Bürgermeister, da kann jeder mal nachschauen, hat wirklich tolle informative Ansprachen alle paar Tage gegeben und erklärt, warum die welche Maßnahmen machen. Das hätte man sich für ganz Deutschland gewünscht, weil das viel verständlicher ist, warum man wann was gemacht hat. Ich denke, dass solche Sachen, die Bevölkerung mitnehmen, einen guten Beitrag leistet. Hier eine Frage zum Unterschied zwischen Testen versus Isolieren. Kann man konkret unterscheiden, wie sehr so viele Kontaktpersonen wie möglich isolieren, der Strategie so viele wie möglich testen und wie schnell testen unterlegen ist? Und wie weit, ja, genau, also das sind natürlich auch pragmatische Fragen. Erstens, hätten wir viel mehr Tests, hätte jede, also ganz grob gesagt in unserem Modell, könnten wir jede symptomatische Person innerhalb von 1-2 Tagen testen. Also sobald man ein bisschen Schnupfen hat, Schnelltest zu Hause, der relativ zuverlässig ist, könnten wir wahrscheinlich relativ viel Freiheiten uns überall sonst haben. Die Tests müssen halt irgendwie produziert und bezahlt werden. Die Kontaktnachverfolgung hat ein Limit, weil die engen Kontakte kenne ich, die sollte man natürlich auch isolieren. Bei den weniger engen Kontakten ist die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung geringer. Und sollte ich 10 Kontaktpersonen, 100 oder was weiß ich, 200 Kontaktpersonen, also alle Leute, die in derselben U-Bahn gefahren sind und durch dieselbe S-Bahn gelaufen sind, sollte ich alle auch isolieren. Das geht irgendwann natürlich nicht mehr. Und allein bei den 20.000 Neuinfektionen, die wir zurzeit haben, wenn wir da 10 Kontaktpersonen für 10 Tage isolieren, haben wir im Steady State 2 Millionen Menschen, die in Isolation sind. Das ist viel und das sind ja vor allen Dingen die Leute, die arbeiten. Das hat dann wirklich schon einen Impact auf die Arbeit. Und das bedeutet, niedrige oder hohe Fallzahlen lassen sich dann irgendwann auch nicht mehr durch Quarantäne managen. Man sieht es jetzt auch in den Krankenhäusern, wo die Kontaktpersonen, wir sind sie gerade in Berlin, in einer Quarantäne, wo sie aber in den Korridor zur Arbeit noch gehen können. Das heißt, die Personen arbeiten im Krankenhaus, sind Kontaktpersonen, sollten in Quarantäne sein, dürfen aber im Krankenhaus arbeiten, weil sie da gebraucht werden. Hier gibt es natürlich auch eine ganze Menge Fragen, die zum Einfluss von Impfen und ich nehme an auch mal jetzt dem dynamischen Einfluss, also wie schnell macht sich Impfen eben auch in den Modellen bemerkbar. Können Sie dazu was sagen? Also in den Modellen Impfen ist natürlich genau für das Modell erstmal dasselbe, wie als wäre eine Person auch infiziert und dann immun. Und das kann man erhöhen. Effektiv reduziert das das R. Und man kann sich das wirklich einfach vorstellen. Angenommen, wir hätten ein R von 3 und wir möchten dieses R auf 1 runterbringen. Das bedeutet, von 3 Personen, die ich treffe, müssten 2 immun sein. Dann ist das R automatisch bei 1.
Und wie die immunisiert sind, ist das für das Modell dann relativ gleich. Wir sprechen deswegen meistens vom effektiven R, was wir eben haben, das ist das, was wir schätzen. Das ist das, mit dem sich in der jetzigen Population, mit dem jetzigen Verhalten und der jetzigen Immunität das Virus noch ausbreitet. Hier gibt es eine komplizierte Frage, die ein bisschen fast aus der Hand. Ich habe vielleicht noch mal eine andere Frage, und zwar geht es darum, um die Maßnahmen. Sie haben ja gezeigt, wie die unterschiedlichen Maßnahmen sind. Erstmal Großveranstaltungen einschränken, Schulen schließen, Geschäfte schließen und so weiter. Das ist aber jetzt ja nicht additiv. Das heißt, wie gehen Sie damit um? Das heißt also, ja, die Maßnahmen in den meisten Modellen werden die multiplikativ gerechnet. Das heißt, es ist effektiv dann weniger als additiv, als erstmal als Modell, was zum Fitten reingenommen wird als Annahme. In manchen Modellen wird es additiv gerechnet. Insgesamt würde ich sagen, dass es in der Realität wahrscheinlich sogar besser ist als additiv. Insofern plädiere ich aus der Erfahrung, die ich habe, für ein ganz oder gar nicht Lockdown. Ja. Denn wenn wir die Schulen zu haben und gleichzeitig wirklich auf Homeoffice besteht für 3-4 Wochen, dann kriegt man mit diesen beiden Maßnahmen die öffentlichen Verkehrsmittel leer. Das heißt, da ist dann auch der Druck schon geringer. Geschäfte sind im Idealfall auch gleichzeitig noch geschlossen. Das heißt, niemand geht groß shoppen. Und dann bekommt man das R im Zweifel runter Richtung 0,7. Mit dem R-Wert von 0,7 halbiere ich die Fallzahlen jede Woche. Ja. Mit dem R-Wert von nur 0,9 halbiere ich die Fallzahlen jeden Monat. Das ja. macht einen riesen Unterschied, ob ich die 5% mehr hinbekomme oder ob ich diese 5% nicht hinbekomme. Deswegen alles in einen Topf werfen und dann so schnell wie möglich da durch sein. Das ist das, was zumindest aus theoretischer Sicht sich sehr empfiehlt. Und da sieht man, dass ja nicht nur, selbst wenn die Methoden oder Maßnahmen nur additiv wären, ist es einfach so, dass der R-Wert dann so, das Sinken des R-Werts so überproportional schneller dazu führt, dass die Fallzahlen sinken. Also das ist die Daumenregel, die ich versuche auch in der Politik zu kommunizieren. R von 0,7 heißt Halbierung in der Woche, R von 0,9 heißt Halbierung im Monat und R von 1. Und das heißt aber auch, wenn ich dann zu schnell wieder aufmache, wie vorsichtig muss ich da sein, bis ich dann wirklich was merke? Es kommt so sehr vom Verhalten der einzelnen Personen an. Wir haben nach der ersten Welle wurde ja aufgemacht, viele Leute haben sich trotzdem noch sehr zurückgehalten. Das Verhalten der Menschen ist wirklich das A und O. Am Ende ist es ja die Kontakte, die dazu führen, also die Kontakte ohne große Vorsichtsmaßnahmen, die zur Übertragung führen. Insofern auch das Lockern ist dann etwas, wo eine Güterabwägung gemacht werden muss. Öffne ich erst die Schulen, die Kindergärten, die Geschäfte, die Restaurants? Das ist eine reine Güterabwägung. Da kann ich dann als Theoretiker auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, aber was mich interessiert ist noch dann, wie groß ist die Gefahr, dass man dann übersieht, dass man schon wieder in die nächste Welle rein wollen? Ja, das, was wir klar sehen, und deswegen steht in unserem europäischen Statement auch, wir wollen ein Ziel von 10, Inzidenz 10. Wir waren in Deutschland bei 3,4 im Sommer, also es ist jetzt auch nicht total weit weg. Wir wollen zum Frühjahr an dieser Inzidenz 10 etwa als Richtwert, weil da kommen die Kontaktnachverfolgung hinterher, dort haben wir genug Tests. Und dann ist die Dunkelziffer überproportional niedriger. Bei hohen Fallzahlen haben wir eine relativ große Dunkelziffer. Die Menschen wissen nicht, dass sie das Virus tragen. Sie beschleunigen damit die Ausbreitung. Wenn wir die Fallzahlen niedrig haben, haben wir so viele Tests, dass es viel weniger Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass sie das Virus tragen. Und dadurch ist es viel einfacher, die Ausbreitung auch weiter zu stoppen und sich auf die verbleibenden Infektionsketten zu konzentrieren und die dann auch noch zu stoppen. Die Frage ist, ob das ein politischer Kompromiss ist oder ob das ein Verständnis gibt. Und das sind ja selbst dann auch die Juristen und die Gerichte, die dazu was sagen. Was ist eine Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen? Also das sind alles Dinge, mit denen ich mich vorher wenig beschäftigt habe. Ich habe schon den Eindruck, dass langsam das Verständnis kommt, dass man so einen Lockdown-Effekt nicht gleich wieder verspielen sollte. Das heißt, man muss, denke ich, ein sehr vorsichtiges Auge drauf haben und in dem Moment, wo dann lokal die Fallzahlen steigen, auch wirklich lokal eigentlich massiv gegensteuern und nicht nach Möglichkeit erst den Lockdown light und dann den Lockdown mittel und dann den Lockdown ein bisschen mehr versuchen. Ich denke, das haben wir diesen Winter gemerkt. Sie haben vorher vor dem Vortrag gesagt, um 8 hätten Sie gern Feierabend, was sehr verständlich ist. 8 CT von mir aus, also wir können auch. Oh.
Sie können, also hier sind auch noch ein paar, finde ich, interessante Fragen dabei. Einige gehen natürlich um die Corona-App. Spielt die eine Rolle? Können Sie die in Ihren Modellen eine Rolle spielen lassen? Also im Tracing natürlich. Und kann die App das TTI verbessern? Die App hilft. Jeder, der sie schon benutzt hat, weiß, dass man sein Testergebnis darüber sehr schnell kriegt. Das ist klasse. Für die Kontaktnachverfolgung ist es mäßig, weil alle Kontakte, mit denen ich engen Kontakt habe, die kenne ich. Meine Familienmitglieder, Freunde und auch meine engeren Kollegen und Kolleginnen kenne ich. Das heißt, die App, die würde uns möglicherweise helfen, um besser zu verstehen, ob in Restaurants oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie viele Infektionen da stattfinden, wenn jeder sie hätte. Wir wissen aber auch aus anderen Quellen sehr gut, zum Beispiel aus Island, da gehen fast alle Ansteckungen auf so ein schönes Spreading-Event in einem Restaurant zurück. In Südkorea auch, also wir wissen, dass dort Ansteckungen stattfinden. Wie groß sie genau sind, wird total von der lokalen Gegebenheit und den Hygienekonzepten abhängen. Insofern, ja, wir könnten darüber mehr lernen. Für die aktive, konkrete Eindämmung wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen, auch weil die Gesundheitsämter am Ende trotzdem ja noch fast von Hand die Kontaktpersonen informieren müssen. Und ohne dass man offiziell in Quarantäne ist, kann man ja auch nicht zu Hause bleiben. Also man muss ja dann eigentlich noch weiter zur Arbeit gehen. Das heißt, man kommt dort um die Gesundheitsämter nicht ganz hintenrum herum. Auf der anderen Seite kann auch jede einzelne Person selber die Kontaktnachverfolgung übernehmen und seine Freunde und Bekannten schon mal warnen, dass sie zumindest nicht zu Risikopersonen gehen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Es gibt einen schönen Corona-Knigge, den man mal googeln kann. Da stehen solche Sachen auch drin. Auch eine spannende Frage, sind denn alle Kontakte gleich? Also wenn ich das richtig verstehe, in Ihren Modellen ist natürlich ein Kontakt und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit für eine Infektion. Jetzt könnte man ja auch mal drüber nachdenken, gibt es sowas wie ein bisschen infiziert? Also infiziert, aber mit einer geringeren Viruslast, die dann auch zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit der Weiteransteckung führt. Denkt man über sowas nach? Also im Modell gehen wir da nicht im Detail drauf ein und auch diese Frage, ob eine geringere Viruslast zu einem milderen Verlauf führt, das wird vermutet, aber da kenne ich mich jetzt auch im Detail nicht aus, da weiß ich nicht, was der aktuelle Stand der Forschung ist. Insofern haben wir das speziell nicht im Modell drin. Ja, man könnte ja drüber nachdenken, wenn man es irgendwie hinbekommt, die Infektiosität des Einzelnen irgendwie zu reduzieren, lässt sich das im Modell komplett abbilden auf einfach eine Reduktion von R oder ist das was anderes? Was man vielleicht ansprechen sollte, das hat damit zu tun, aber ich glaube, es ist auch eine spannende Frage. Wir brauchen etwa 40% Kontaktreduktion, um eine Stabilität zu haben, wirklich mit einem großen Etwa natürlich, um eine Stabilität bei niedrigen Fallzahlen zu haben. Eigentlich sollte man da schreiben 40% Ansteckungsreduktion. Die ersten 20%, ganz grob gesagt, kriegt man wahrscheinlich durch die AHA-Maßnahmen schon ganz gut hin. Die zweiten 20% kriegt man eventuell schon durch den Verbot von größeren Treffen ganz gut hin. Das heißt, diese ersten 20 und die zweiten 20%, die lassen sich auch ganz gut machen. Die dritten 20% Kontaktreduktion oder sogar die vierten, die werden dann natürlich immer schwieriger, weil die immer mehr in die wichtigen Kontakte reingehen. Und die Familienkontakte kann man aus guten Gründen ja dann auch irgendwann gar nicht mehr vermeiden. Das heißt, die meisten Ansteckungen passieren in der Familie. Das müssen wir einfach akzeptieren. Wir müssen aber gucken, dass das Virus nicht von Familie zu Familie geht. Deswegen ist es, oder von Haushalt zu Haushalt. Deswegen ist es so wichtig, eigentlich die Schulen und das Homeoffice und die Geschäfte und so weiter alle gleichzeitig zu schließen, damit man wirklich dem Virus die Wege abschneidet. In England hat man das gesehen, die haben im November einen Lockdown gemacht und die Schulen offen gelassen. Und die haben ja dieses wirklich sehr gute Screening, die wissen relativ gut, was im Zufallssample deren Anzahl positiver ist. Die haben dann gesehen, dass 1% der Menschen positiv war in der generellen Population und unter den Schülern waren es 3%. Das kommt natürlich nicht von irgendwoher. Das bedeutet, dass natürlich dort auch Übertragungen stattfinden.
Sie könnten hier eine Frage, Sie könnten Ihr Modell an einer früheren Grippewelle testen, für die es keine NPIs gab. Würde dafür dann nicht eine deutlich extremere Ausbreitung vorhergesagt werden als beobachtet? Fehlt da nicht etwas? Fragezeichen. Für die Grippewellen weiß man, dass der R-Wert viel geringer ist. Der ist im Bereich von wirklich 0,9 bis vielleicht 1,2. Das kann man auf Wikipedia nachschauen, die R-Werte für Grippe, aber auch für viele andere ansteckende Krankheiten. Das liegt daran, dass natürlich viele Menschen schon die Grippe hatten oder auch geimpft sind. Das spielt ja auch in diesen effektiven R-Wert rein. Insofern ist das die Ursache, warum wir bei Corona diese Eindämmungsmaßnahmen machen müssen, die wir bei der Grippewelle nicht machen müssen. Ich habe da noch eine Frage, die geht mehr so ins Allgemeine rein oder die werde ich oft gefragt. Warum machen wir diese wahnsinnigen Maßnahmen, obwohl doch niemand in meinem Freundeskreis gestorben ist und fast niemand in meinem Freundeskreis infiziert ist? Und dann muss ich sagen, das ist natürlich der Erfolg eigentlich dieser Maßnahmen. Genau deswegen machen wir sie. Wir haben in Deutschland jetzt inzwischen 2% der Menschen, die etwa infiziert sind. Das bedeutet, wenn ich 100 Freunde habe, dann ist da im Mittel 2 davon infiziert gewesen. Und in meiner Altersgruppe haben die eine Wahrscheinlichkeit von 0,1, dass sie etwa gestorben wären. Also niemand in meinem Freundeskreis ist wahrscheinlich direkt, in meinem direkten Freundeskreis wäre gestorben oder ist als Erwartungswert gestorben, nur 2 werden infiziert. Das ist sehr, sehr wenig. Und das ist genau, das passt sehr, sehr gut zu den Daten, die wir haben. Das erwartet man, weil wir diese großen Eindämmungsmaßnahmen gemacht haben. In anderen Ländern, wo das mehr durchläuft, hätten wir 20, 30, 40% der Menschen inzwischen infiziert. Dann sieht das ganz anders aus, nicht nur mit den Anzahl Infizierter, sondern natürlich auch mit der Belastung der Intensivbetten. Also wir denken, dass dieser Faktor 10 von so einer Pandemie, die man einfach laufen lässt, der ist durchaus beobachtbar in anderen Ländern und nicht, also in anderen Ländern, nicht nur in Modellen. Und ein Faktor 10 für die Intensivstation bedeutet halt irgendwann, dass die Menschen, die eine Behandlung gebrauchen, denen eine Behandlung helfen könnte, nicht mehr behandelt werden können. Haben Sie eigentlich mal einen Vergleich mit den USA gemacht? Dort hat es ja relativ gesehen weniger oder deutlich weniger restriktive Maßnahmen gegeben. Und die Zahlen sind natürlich sehr hoch. Ist das innerhalb Ihrer Modelle auch mit drin, dass Sie das irgendwie sagen, dass das korreliert dann auch damit? Ja, wir sehen das. Wir sehen zum Beispiel auch Schweden, was weniger insgesamt restriktive Maßnahmen nimmt. Und ich denke, jeder, der Schweden anschaut, darf auch einmal nach Finnland schauen, die ein bisschen restriktivere Maßnahmen haben, aber viel, viel niedrigere Fallzahlen als Nachbarland. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, das weist wieder darauf hin, dass auch jedes Land sich ein bisschen anders, jede Bevölkerungsgruppe sich vielleicht ein bisschen anders persönlich verhält. Also Nachbarländer anzuschauen, auch Portugal versus Spanien oder so, da sieht man sehr deutlich, dass Saisonalität eine Rolle spielt, aber nicht nur, man sieht starke Wellen, Belgien versus Niederlande versus Deutschland. Belgien hatte im August eine relativ große Welle, die Nachbarländer nicht hatten. Also da gibt es viele regionale Unterschiede zwischen den Nachbarländern, die zum Teil mit diesen Einschränkungen zu tun haben. Aber eben nicht nur. Also das eine sind wirklich die formalen Maßnahmen, das andere ist, was die Menschen draus machen. In den USA sind die Fallzahlen etwa in Faktor 10 oder 20 in Mittel höher. Das gilt für eigentlich fast ganz Nord- und Südamerika. Die haben ja fast alle dieselbe, Strategie oder Herangehensweise. Im Gegensatz dazu haben wir in Südasien und Ostasien, Australien, Neuseeland in Faktor 10 weniger Fallzahlen. Die haben halt entsprechend ein anderes Ziel. Die haben das Ziel von Zero-Covid und haben das ja auch erreicht mit ihren Maßnahmen. Es gab die Frage zu Japan in dem Zusammenhang. In Japan scheint es mir, so wird das in der Frage formuliert, zum Beispiel sind da alle Restaurants offen und weniger restriktive Maßnahmen. Trotzdem kommt Japan sehr, sehr gut durch. Gibt es da eine Erklärung dafür? Da kenne ich mich nicht ausreichend mit dem Land. Ich habe mich sehr viel mit Irland beschäftigt, auch weil ich da gute Kollegen habe. Das ist ganz spannend anzuschauen. Die haben auch insgesamt relativ niedrige Fallzahlen. Die haben eine Wissenschaftlergruppe mit Epidemiologen, Juristen, Wirtschaftswissenschaftlern, die auch gemeinsam die Linie von niedrigen Fallzahlen
kommunizieren und ausarbeiten. Die haben im November, als wir den Lockdown Light gemacht haben, auch einen Lockdown Light gemacht, haben schnell gemerkt, dass das nicht reicht und haben dann nachgesteuert und haben die Fallzahlen wieder runtergebracht. Die haben also das gemacht, was wir in Deutschland gern gehabt hätten und haben dann zu Weihnachten, also zum Weihnachtsgeschäft, auch wieder aufmachen können. Die Fallzahlen sind langsam wieder gestiegen und dann haben die sich, weil ja die Fallzahlen niedrig waren, zu Weihnachten getroffen. Irland hat tendenziell auch große Familien, plus aus England sind ganz viele Iren nach England gekommen. Also ganz viele Iren aus England sind rübergekommen. Ganz schlecht. Die Fallzahlen sind pünktlich eine Woche nach Weihnachten durch die Decke gegangen, und zwar senkrecht. Die sind von 200 auf 1200 etwa hochgegangen innerhalb von etwa 10 Tagen. Die Iren hatten das aber auch schon kommen sehen, haben einen Lockdown seit, ich glaube, kurz nach Weihnachten. Weihnachten war wirklich auch eine Ausnahme, was das Treffen anging. Und die Fallzahlen sinken gerade genauso schnell wieder, wie sie gestiegen sind. Der Grund, warum die so schnell sinken, weil sie letztlich den Lockdown schon vorher hatten. Die haben den schon angefangen, bevor die Fallzahlen so durch die Decke gingen. Die haben sich, genau. Also das ist ein zumindest interessantes Land zu sehen, was für eine extreme Dynamik man haben kann. Man sieht natürlich auch diese extreme Dynamik nochmal glasklar, weil es kein extrem großes Land ist. In Deutschland sind ja dann sehr hohe Fallzahlen in einer Region, aber nicht in der anderen. Das heißt, für ganz Deutschland mitteln sich viele Effekte auch einfach wieder raus. Ja, und Irland ist eine Insel. Wir haben viele Nachbarn, wo eben auch Sachen eingetragen werden und sowas. Spielt das eine Rolle? Es spielt zum Teil natürlich eine Rolle, aber Irland ist nun keine Insel, es ist im Schengen-Raum. Da kann auch jeder rein und raus. Also das Testen an Flughäfen würde sicherlich helfen. Auch um neue Varianten schneller zu entdecken und auch vor allem zu verhindern, dass die neuen Varianten sich so schnell ausbreiten. Wenn man die Reisenden, gerade die Fernreisenden, da besser abfängt, könnte das durchaus gut helfen. Das mit dem Inselargument ist ein gutes Argument dafür, dass wir eine gemeinsame europäische Strategie brauchen, aber das gilt ja auch innerhalb von Deutschland. Wenn ein Landkreis außer Kontrolle ist, destabilisiert er möglicherweise auch die Nachbarlandkreise. Das haben wir im Sommer eigentlich sehr gut gemanagt. Gütersloh war zwischendurch mal ein Hotspot, Göttingen war mal ein Hotspot. Das ist inzwischen kleine Ausbrüche eigentlich. Die sind dann auch lokal wirklich angegangen worden und dann ist das auch nicht auf die Nachbarlandkreise übergegangen. So, jetzt haben wir auch schon fast CT. Es sind immer noch ziemlich viele Zuschauer, Teilnehmer. Das Interesse ist riesig. Vielleicht zum Schluss noch eine Kristallkugelfrage, die ich hier gerade lese. Ihre Einschätzung für den Sommer: Können wir ein Familienfest mit 100 Gästen feiern? Ach, ich würde am liebsten ja sagen. Mit 100 virtuellen Gästen ja. Oder, ich meine, es gibt etwas, was man nicht gut empfehlen kann, aber das ist jetzt wirklich das Physikermodell. Wenn man selber denkt, man hat sehr wenig Risiko und wenn man sich nach diesem Familienfest für 2 Wochen isolieren kann, dann soll man diese Party machen. Wenn man da das Virus einpackt, ist es kein Problem, solange man es danach nicht weiterträgt. Also 2 Tage Party, danach 2 Wochen in Quarantäne für die Epidemiologie. Und Opa nur dabei, wenn sie schon geimpft sind. Genau, also das ist dann jedem sein Risiko, ob man sich das Virus da einsammelt. Frau Priesemann, ich danke Ihnen nochmal, ich glaube im Namen aller, die hier dabei waren, ganz herzlich für diesen tollen Vortrag und auch für die tolle Diskussion oder Beantwortung der Fragen. Es ist ja leider jetzt nicht ganz eine Diskussion, das ist aber, glaube ich, trotzdem sehr spannend. Für alle, die noch dabei sind, vielleicht nochmal den Hinweis: Der Vortrag wird im YouTube-Kanal der DPG erscheinen. Wundern Sie sich nicht, wenn der Livestream jetzt erst einmal kurzzeitig verschwindet. Herr Dormann hat das am Anfang ja gesagt. Der editierte, also jetzt nicht inhaltlich editierte, sondern technisch editierte Vortrag wird dann in Kürze da zur Verfügung stehen, da können Sie alles nochmal nachvollziehen. Insofern würde ich jetzt sagen, wir gönnen uns allen und vor allem Ihnen, Frau Priesemann, den wohlverdienten Feierabend. Nochmal herzlichen Dank. Ja, ich wollte mich dem auch ganz kurz anschließen. Es war ein fantastischer Abend. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht, dazu zu hören.
mitzumachen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, herzlichen Dank an alle für die Geduld, für die vielen spannenden Fragen. Und toi, toi, toi für das nächste Jahr. Zu spanischen Grippe hat man auch gesagt, es hat 3 Jahre gedauert und das zweite war das Schwierigste. Insofern, irgendwann wird es wieder besser. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Tschüss, vielen Dank nochmal.